We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. So alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. When we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Moin zusammen. So, bin da. Kann losgehen. Heute im wahrsten Sinne des Wortes Bildbesprechung live. Ihr könnt mir erstmal sagen, ist der Ton okay? Könnt ihr mich hören? Wie sieht es sonst so aus? Geht's euch gut? Habt ihr einen schönen Tag? Benutzt die Kommentare im Chat super, super gern. Ich mache hier mal bei mir selber auch einmal kurz auf laut, um das zu checken. Okay, ja, also ich höre mich selber. Das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Könnt ihr vielleicht mal gucken, ob ihr auf dem rechten und auf dem linken Kanal hört. Aber ich nehme an, das ist alles in Ordnung. Wir haben da heute nochmal sehr viel dran rumgebastelt, dass das überhaupt so zum Laufen gekommen ist. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Das ist wunderbar. Wir sind 100 im Moment. Das ist wirklich geil. Und bevor es so richtig losgeht, warten wir auch noch einen ganz kleinen Moment, denn viele haben sich das wahrscheinlich irgendwie auf Termin gelegt, tippe ich mal. Und ja, dann soll es hier heute mit der 300. Folge so richtig losgehen. Soll heißen, ich werde versuchen, live Bilder zu besprechen. Das, was ich 299 Mal gemacht habe und ihr habt es immer aus der Konserve gesehen, versuchen wir heute mal live. Die in den letzten Wochen bei Webinaren dabei waren oder hier bei irgendwelchen Livestreams bei YouTube, kennen das ganze Thema schon. Hier steht der Rechner, der regelt das ganze OBS-Thema. Da steht im Moment der Rechner, der die Bilder liefert für die Bildbesprechung. Da hinten steht das iPad, da sind erstens meine Notizen drauf und zweitens ist da drauf DALL-E-Click, weil auch das machen wir heute wieder. Und hier vorne liegt so ein bisschen Zeug zum Zeigen und das Hardware-Pult zu umschalten. So, wir wollen nicht viel Zeit verlieren.
Nee, 300 Bilder in 300 Minuten werden nichts, Florian. Das kann ich schon mal versprechen. Ich habe mir aber natürlich mal angeguckt, was gab es so in der Vergangenheit. Und das Dumme ist, wir haben nicht von Beginn an, das habe ich glaube ich in der 200 auch schon mal gesagt, nicht von Beginn an alles mitgeschrieben, was so gewesen ist. Und das ist echt doof jetzt im Nachhinein, weil eigentlich... ja, würde das jetzt total cool sein, wenn ich sagen könnte, Achtung, wir haben so und so viele Klicks oder so und so viele Bilder besprochen. Das weiß ich aber nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind so ungefähr 5000 Fotos. Ich habe mal so ein bisschen überschlagen und so ein paar Sendungen zusammengezählt und dann einen Durchschnitt gebildet. Das sind über 100 Stunden Bildbesprechung, das ist wirklich bekloppt. Und die erste Folge war übrigens nicht vor genau 300 Wochen, sondern es gab dazwischen tatsächlich jede Menge Lücken und zwar gerade zu Beginn. Zu Beginn war das Ganze nicht Wochen, nicht wöchentlich, sondern so ein bisschen mit Abstand. Und die erste Folge war am 9.3.2013. Wenn ihr mir am 8.3.2013, wo ich vermutlich auf die Idee gekommen bin, oder ich glaube, es war ein Ticken eher, weil das haben wir damals im Rahmen einer Flickr-Gruppe gemacht. Wenn ihr mir da erzählt hättet, dass wir jetzt 2020 hier zusammensitzen, sind am Ausklang der Corona-Kontaktbeschränkungen, haben 12 Wochen wirklich total anderes Leben hinter uns, als es vorher gewesen ist. Und dass wir überhaupt hier zusammensitzen, live womöglich und vor allem in einem Format, was Bildbesprechung heißt und Folge 300 liefert, dann hätte ich wahrscheinlich euch ganz, ganz herzlich ausgelacht. Klicks müssen es über 1 Million sein, wenn ich das richtig sehe. Und wenn man sich das überlegt, dann ist es so ein bisschen zum Verrücktwerden. Ich habe das vor kurzem auch bei ein paar Kollegen im Podcast gesagt. Da darf man eigentlich nicht zu sehr drüber nachdenken, weil wenn man darüber nachdenkt, dass 1 Million Menschen in dieses Format reingeguckt haben, dann ist das wirklich, wirklich zum Bekloppwerden. Da könnte man ja wirklich von verrückt werden, weil ich meine, 1 Million Menschen auf einem Haufen kann man sich gar nicht vorstellen. Stellt euch einfach vor, wir hätten versucht, gemeinsam die Bilder zu besprechen und hätten uns dazu getroffen. Dann habt ihr schon so eine Idee, dass das wirklich verrückt gewesen wäre. Vielen lieben Dank für die Spenden, die hier reinkommen. Das ist wirklich auch super, super, super. Danke, danke, danke. So, jetzt muss man dazu sagen, die ersten Bildbesprechungen, manche von euch haben die wahrscheinlich gesehen. Ich habe hier mal so ein Relikt aus der Steinzeit ausgebuddelt. Mal hier hinhalten. Die ersten habe ich gedreht hier mit so einer Logicam-Webcam. Die hat immerhin auch ein HD-Signal geliefert. Und das ging ja auch irgendwie. Aber es war irgendwie so ganz anders als heute, wenn ich mich hier heute so umgucke, wie es hier heute aussieht. Also besonders, wenn ich mir überlege, wie ich das sonst produziere. Im Prinzip ist der Produktionsprozess nicht so viel anders als jetzt. Da steht eine Kamera, die ist da mehr oder weniger fest installiert. Die war auch schon mal da, aber jetzt aufgrund der Webinare sind es zwei. Da steht eine Kamera und die Kamera filmt den Hauptframe. Und da mache ich das Intro, wenn wir es nicht irgendwo on location drehen oder im Studio oder irgend sowas. Und dann wechsle ich an meinen Rechner und spreche das über ein Großmembranmikrofon ein und gucke mir die Bilder an, so wie wir das heute auch gemeinsam machen werden. Soll heißen, ihr seht genau das, was es sonst eigentlich nie zu sehen gibt. Nämlich, wie ich das Bild das erste Mal sehe. Das ist tatsächlich so. Und wir dann gemeinsam quasi das Bild besprechen. Ihr könnt gerne eure Kommentare zum Bild hier auch in den Chat reinposten. Wir werden auch den einen oder anderen Gast in der Sendung haben. Ich kann das erste Mal ausrichten von Christian Popkes, der kann nicht dabei sein. Das ist in Oberstdorf, das haben viele, die ihm bei Facebook folgen, auch gesehen. Der bereitet Dinge für den Oberstdorfer Fotogipfel im September vor und hat heute Abend einen Fototermin, weil seine Ausstellung fertig fotografiert werden muss. Der kann nicht dabei sein, lässt aber schöne Grüße ausrichten, aber wir haben ein paar Gäste dabei. Ein Teil, den ihr schon kennt, wahrscheinlich kennt ihr eigentlich alle, tippe ich mal. Ja, könnte ich mir so vorstellen. Die kommen so nach und nach. Wenn du dich jetzt fragst, wie lange dauert der ganze Kram hier? So wie ich jetzt schon wieder sappe, wahrscheinlich über 1 Stunde, aber ich sage mal 1 Stunde auf alle Fälle. Den letzten Gast rufe ich um 21.20 Uhr an, laut meinem Plan. Und ihr wisst es, manche der Gäste, die dazwischen kommen, die können durchaus mal schnell 2 Stunden Podcast voll labern mit 3 Kameranews. Ich bin gespannt, wie das werden wird und wann ich und wie ich hier permanent vielleicht auch die einen oder anderen rausschmeißen muss. So, 150 Menschen gucken zu. Das ist wirklich megamäßig. Vielen lieben Dank. Ich nehme mal einen Schluck und dann schalten wir rüber auf das erste Bild. Und gleichzeitig, wie gesagt, machen wir zum Ende auch noch so eine kleine Dalli-Klick-Runde. Das kennt der eine oder andere schon, der hier in den letzten Wochen bei den YouTube-Livestreams zugeguckt hat. So, lass mich gucken. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht falsch drücke. So,
Da haben wir das erste Foto. Ich muss es euch in dieser Ansicht zeigen. Das ist die Ansicht, die ich normalerweise auch sehe. Warum ist das so? Ansonsten, wenn ich das in der Vollbildansicht jetzt hier abspielen würde, könnte ich euch gar nicht erzählen, wer das gemacht hat. Das heißt, genauso sieht es aus, wenn ich sie bespreche. Das heißt tatsächlich, ich sehe, was ungefähr auf dem nächsten Foto ist im Thumbnail. Das ist aber auch das Einzige, was ich da sehe, um das gleich dazu zu sagen. So bespreche ich die Fotos. Und das erste Foto von heute kommt von, lass mich nachgucken, Matthias Bublitz, glaube ich. Und wir sehen auf alle Fälle ein Gebäude, was mir nicht unbekannt ist. Es handelt sich nämlich bei dem Bild um ein Foto des Schielehauses. Das ist quasi eines der Kontorhäuser hier in Hamburg, die jetzt angrenzend an die Speicherstadt stehen und damit auch angrenzend an die Hafen City quasi, also zwischen Hauptbahnhof und Speicherstadt, sind die Kontorhäuser. Und das Schielehaus ist eines der bekanntesten Kontorhäuser, die da so stehen. Lass mich mal gucken. Es ist hier heute sehr hell, ne? Also, warte mal, ich schalte hier nochmal um. Auch das vielleicht, da seht ihr auch, es ist hier wahnsinnig hell. Und das sorgt dafür, dass ich bei diesem Licht normalerweise keine Bilder angucke. Aber ich gebe mein Bestes. Das Schielehaus ist unfassbar schwer zu fotografieren, weil man nicht viel weiter zurücklaufen kann. Und wenn man viel weiter zurückläuft, auf der linken oder auf der rechten Seite, dann hat man den großen Nachteil, dass man die Straße sehr ätzend im Vordergrund hat. Das heißt, man braucht sehr viel Weitwinkel und das ist hier auch der Fall. Ich gucke mal ganz kurz nach, was wir da haben. Das sind, lass mich gucken, 24 mm Kleinbild, wenn ich das richtig sehe. Genau, 24 mm Kleinbild. Dass es damit draufgepasst hat, wundert mich schon fast ein bisschen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit 17 mm Kleinbild Fotos gemacht habe und auch dachte, oh, es könnte eigentlich noch weitwinkliger sein. Was mir auffällt, ist auf alle Fälle, dass es relativ schöne Sterne gegeben hat. Also es sieht hier von den Blendensternen ganz gut aus, weil das hier sind Straßenlaternen, also längliche Leuchten, wie ihr sehen könnt. Und ja, auch der Himmel ist schön. Es ist ein guter Zeitpunkt, finde ich. Es ist zu einem guten Zeitpunkt besprochen worden auch, aber auch zu einem guten Zeitpunkt aufgenommen worden. Wir haben noch ein schönes Restblau im Himmel. Das ist auf der rechten Seite des Himmels vom Haus eher blau und auf der linken Seite eher so ein bisschen durch die Bewölkung, so ein bisschen rötlich. Ja, und das Verkehrsschild hier im Vordergrund und das Auto da links unten in der Ecke, ja, das bräuchte ich ehrlicherweise alles nicht, aber die Location aufräumen ist bei so einem Foto eher schwierig, denke ich. Vermute ich. Also ich wüsste jedenfalls keine echte Lösung. Insofern finde ich es eigentlich ein ganz gutes Foto. Und ich finde auch schön, dass die Senkrechte des Schielehauses nicht direkt in der Bildmitte ist, sondern so ein bisschen aus der Bildmitte rausversetzt. So, das zweite Foto von heute ist von Achim Klotz. Und der Achim, der hat irgendwo fotografiert. Da seht ihr, ne, wenn ihr so Bilder einreicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt im Stream, aber ich glaube ja. Oben steht der Dateiname. Es ist also dsc02347.jpg. Dann fällt es mir schwer, das zuzuordnen. Es ist ganz offensichtlich irgendwo in den Alpen. Vielleicht sogar irgendwo im Allgäu, wo wir jetzt demnächst auf diese Seenfotoreise fahren. Da wird der Hans bestimmt nachher noch zwei Worte zu verlieren, wenn ich ihn hier in die Sendung reinhole. Aber mir sagt das tatsächlich gar nichts. Also ich wüsste nicht, wo das ist. Was mir auffällt, ist schöner Standpunkt vorne mit den Pusteblumen, mit dem Löwenzahn, der hier so rüber wächst. Gefällt mir gut, die Diagonale, die sich daraus bildet. Ich mag auch die Position der Kapelle, finde ich übrigens nicht zu weit rechts am Bildrand. Im Gegenteil, wenn die auf dem Drittel stehen würde, würde ich mich fragen, was sollen wir eigentlich mit dem leeren Raum rechts? Wenn mir was nicht so gut gefällt, ist es erstens der obere Teil des Himmels, der so blau ist. Ich glaube, man hätte da wunderbar einen 16:9 drauf schneiden können. Und ich mag es nicht, dass der See links am Bildrand angeschnitten ist. Aber das wissen die meisten von euch ja sowieso. Dann haben wir von Andreas Kündgen ein Bild von etwas, was wir eben hier auf diesem Foto schon im Vordergrund gesehen haben. Nämlich das Bild einer Pusteblume, und zwar einer Pusteblume, die vor schwarzem Hintergrund fotografiert ist. Andreas, schönes Pusteblumenfoto. Allen Ernstes, gut gemacht. Schön dunkel, schöner Kontrast trotzdem, gut durchzeichnet, finde ich. Ich finde, die Strukturen kommen gut raus. Ich mag es hier tatsächlich auch, dass es so eine erste Unschärfe gibt, die nach hinten verläuft, dort, wo die
Der Rand der Pusteblume ist. Das gefällt mir sehr. Ich mag es auch, dass wir eine gute Schärfe direkt oben auf den Pusteblumenpusteln haben. Und ich würde es vielleicht noch ein bisschen schöner finden, gerade bei so einer Studioaufnahme, sieht so ein bisschen aus wie im Studio gemacht, wenn du jetzt dagegen gepustet hättest und wir noch so ein bisschen mehr Dynamik im Bild hätten. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Gutes Foto, finde ich. Von Barbara Schneider haben wir ein Bild von einer Statue. Und zwar ist das der Friedensengel im Trüben. Und das ist die Friedensengel-Statue, lass mich gucken, in der Normandie. Das kann ich oben dem Bildtitel entnehmen. Ach, der ist aber auch wirklich klein hier heute, aber es liegt hauptsächlich daran, dass es hier so wahnsinnig hell ist und ich hier voll im Gegenlicht sitze. So. Ja, schöne neblige Stimmung. Ich mag auch tatsächlich, Barbara, dass du ziemlich symmetrisch gestanden hast. Das ist nicht ganz der Fall. Da zeige ich mal, woran mir das auffällt. Ich sehe sofort, dass der Abstand hier nicht derselbe Abstand ist wie hier. Jetzt können wir sagen, Frank, vielleicht hat einfach nur der Gärtner nicht sauber gearbeitet. Kann alles sein. Aber das ist tatsächlich nicht relevant dafür. Weil wenn ich auf die Statue gucke, also hierhin, auch dann sehe ich, dass die ganz eindeutig nicht in der Bildmitte ist, sondern sie steht weiter links als weiter rechts. Und das fällt eben sofort auf. Also das ist das Erste, was ich daran sehe. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil da hätte man doch noch was draus machen können, wenn du ein bisschen gerade davor gestanden hättest. Die Lichtstimmung ist nämlich wunderbar. Ich mag den Nebel da im Hintergrund. Ich mag, dass es so trübe ist. Ich mag auch die Botanik im Bild, auch der Abschluss unten mit dem Weg ist ganz gut. Das hätte man vielleicht noch mit Hilfslinien so ein ganz kleines bisschen gerade zerren können, dass das parallel zur unteren Bildkante verläuft. Aber trotzdem ein richtig gutes Foto. So, ich habe hier im Chat gelesen, Beate weiß alles und weiß von allem Kram, wo er ist. Ja, richtig. Und Beate war gerade in Holland, wie wir an dem Foto hier sehen können. Das ist eine klassische Langzeitbelichtung. Ich vermute mal, mit der Nikon gemacht, deswegen gucke ich immer schnell in die EXIF-Daten, wie lange das belichtet ist. 127 Sekunden. Genau so sieht es auch aus. Das ist nämlich ganz schön weich unten, was überhaupt kein Nachteil ist. Und es ist ganz offensichtlich in Groningen. So, Beate, du hast ja gesehen, das ist Vorschaufoto von der Teaser-Folge gewesen. Ich kann die Intention verstehen, warum die Aufteilung des Bildes so ist, wie sie ist. Weil du wahrscheinlich am rechten Bildrand verhindern wolltest, dass wir dort im Zweifel noch Luft verlieren, weil da scheint gerade so schön das Licht auf die Häuserfronten, während es auf der linken Seite im Bild eben ein Großteil der Häuser im Schatten liegt. Aber da sage ich, mach nicht deine Probleme zu meinen. Was kann ich dafür, dass du zur falschen Uhrzeit da warst? Ich hätte mir tatsächlich gewünscht in diesem Fall, dass es rechts etwas knapper wäre, damit der graue Turm etwas weiter rechts im Bild stehen würde und links auf den bunten Häusern mehr Licht wäre. Aber ansonsten ist es eine sehr schöne Langzeitbelichtung, mega Wetter, gutes Licht insgesamt, schönes Panorama. Alles ist wunderbar. Ich will hier nicht viel rumjammern und meckern, aber es hätte vielleicht noch einen ganz kleinen Ticken besser sein können. So, jetzt schalte ich euch mal hier ganz kurz auf ein Bild, weil jetzt muss ich hier den ersten Gast anrufen und dann geht's hier sofort weiter. So, jetzt hörst du mich aber. So, wunderbar. So, jetzt schalte ich hier mal auf uns beide rüber. Warte einen Moment. So, ach, so geht das ja gar nicht. Wir sehen uns, glaube ich, schon beide. Warte, ich mache hier mal hier. Das ist das Problem, wenn du hier an Hardware und an Software rumschalten musst. Du weißt ja, das ist nicht so richtig lustig. So, Dieter, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du den Mund leer hast und aufgegessen hast. Finde ich auch sehr erfreulich. So insgesamt für den Verlauf der Sendung. Ja. Tut mir leid, ich wollte wirklich hier nicht noch ein bisschen hin und her switchen in dem ganzen Zeug. Du weißt, wie es dir letztes Mal gegangen ist. Ich habe dann ziemlich geschwitzt am Ende. Ja. So, ich sehe, du hast kein Hemd an. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, zu 300 Folgen Bildbesprechung. Vielen Dank. Und ich habe das Projekt ja quasi von Anfang an so ein bisschen mitverfolgt. Vor allem so bei den ersten Folgen, wo du noch in etwas formellerer Kleidung zwar vor der Kamera gesessen hast, dafür aber mehr auf so einer Couch rumgelümmelt hast.
dass es also auch manchmal nicht schön war. Wirklich? Jetzt bist du legerer gekleidet, aber immer schön aufrecht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum hast du schon wieder kein Hemd an? Warum soll ich denn hier ein Hemd anziehen? Naja, ich hatte ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich nur für deine Session wieder als Finanzberater hier reinschleie. Ja. So, wie ist das Wetter in Kiel gewesen heute? Erzähl ein klein bisschen. Ja, also wir waren draußen unterwegs, haben versucht Fotos zu machen und wir sind öfter mal von einem kleinen Regenschauer überrascht worden. Also es war wechselhaft. Aber das Schöne ist ja, nach dem Regen ist immer eine besondere Lichtstimmung und deswegen war ja dann gerne draußen. Und wir sind ein bisschen rumgefahren, haben Locations angeguckt für eventuell folgende Fotoprojekte, die wir noch machen wollen. Ja, war schön. Schön, schön, das freut mich sehr. Ja, kann also, sein, dass wir hier am Ende, wenn ich jetzt gleich fertig getalkt bin mit dir hier, dass wir aufspringen und nochmal rausfahren, weil wir wissen alle, was gleich ist. Genau, Sonnenuntergang. So. Und ich glaube, der wird sehr schön heute werden, weil hier war es auch immer wieder wechselhaft, es hat immer wieder einen Schauer gegeben, aber es war so eine Mischung aus blauem Himmel und sehr dunklen Wolken und das ist ja so das typische norddeutsche, ich sag mal eigentlich Aprilwetter. Und das sorgt ja oft für sehr, sehr schönes Licht. Ja. So, ich habe dir ja vorher ein Bild geschickt, das versuche ich jetzt hier mal einzublenden. Ich muss mir ganz kurz überlegen, wie das hier am besten geht. Ach so, das heißt, ich muss jetzt nicht so tun, als ob ich das jetzt zum ersten Mal sehe. Pass auf. Ich habe ja mit jedem außer dir, weil wir beide hatten das hier schon mal geübt, heute per Skype schon mal Kontakt aufgenommen. Und jeder hat gesagt, sag mal, das Foto, was du ausgesucht hast, wie findest du eigentlich das da drauf? Und ich habe gesagt, entschuldige mal, ich weiß nicht, wie dein Foto aussieht, weil ich habe es in einem Thumbnail gesehen und deinen Namen rangeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was du hast. Also insofern, nee, du hast es wohl nicht das erste Mal angeguckt. Ich schalte mal hier um, sodass der Rest auch sieht, wovon wir sprechen. Und damit sieht man uns beide jetzt gleich nicht mehr. Warte einen Moment. So, so müsste es eigentlich funktionieren. Genau, so, also alle sehen das Bild und du und ich, uns beide hört man zumindest noch. Ich sag mal ganz kurz, von wem das Foto ist. Das ist nämlich von Florian Brandt, der wohnt bei dir um die Ecke, der Flo. Und hat offensichtlich auch irgendwo da auf der Ecke fotografiert, wenn ich mir das so angucke. Ja. 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 Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe in die Exif-Daten natürlich nicht reingeguckt. Sehr kurz belichtet. Es sieht aber trotzdem sehr schön aus, aufgrund der leicht, finde ich, fehlenden Schärfentiefe hier im Vordergrund. Sieht trotzdem das Getreide so richtig schön aus, finde ich. Also, das gefällt mir wirklich. So, jetzt sagt irgendjemand, hört Dieters Ton nicht. Wir hören Dieter nicht mehr. Das ist ja großartig. Wir hören Dieter nicht mehr. Das ist ja super. Das ist ja mega. Das ist ja großartig. Ich kriege hier WhatsApps. Ah, ich mache hier mal schnell was anderes. Ja, so. So, jetzt hört dich auf alle Fälle jeder wieder. Das weiß ich ganz genau. Jetzt übertrage ich das nochmal schnell ins Live. So, also ich glaube, wir müssen da nochmal ansetzen, was wir sehen, Dieter, an der Stelle. Ich erzähle nochmal, was ich sehe. Genau. Gut. Also ich sehe eine Landschaftsaufnahme von einem Kornfeld. Ja. Das sieht man ganz klar im Vordergrund, stehen die Ähren schon hoch. Also das ist nicht gerade frisch angepflanzt, das ist aber noch nicht erntereif, sondern das ist so schön im Wachstum. Das sieht prächtig aus, finde ich. Das ist vorne so ein bisschen grüner, so im Mittelbereich wird es dann etwas orangetonig, wahrscheinlich weil die Sonne eben drauf scheint und im Hintergrund eben den Himmel. Aber das prominenteste einzelne Objekt in dem Bild ist natürlich der alleinstehende Baum, hinter dem sich die Sonne so ein bisschen versteckt. Das könnte eine aufgehende oder eine untergehende Sonne sein, auf jeden Fall tiefstehende Sonne und die um so einen Ast herumscheint sozusagen und dadurch diese schönen Strahlen macht, diese Sonnensterne und diese Blendensterne, wie viele dazu sagen und ja auch schön finden. Also auf jeden Fall mal schon mal eine sehr gefällige Landschaftsaufnahme und ich nehme mal an, weil der Florian eben hier aus der Gegend ist, ich tippe schon drauf, dass es auch Schleswig-Holstein ist.
Genau so sieht das aus. Also für Toskana ist es ein bisschen zu wenig hügelig. Genau. So. Aber ansonsten sieht es trotzdem so ein bisschen vom Licht hier so aus, muss ich sagen. Also es ist halt einfach, man sieht es halt ganz eindeutig da drauf. Es ist eine gute Idee, bei tiefstehender Sonne zu fotografieren. Besonders dann, wenn man Strukturen im Vordergrund hat. Das sieht man hier wieder ganz, ganz deutlich, weil jede der Treckerspuren hat quasi so eine Schattenkante hinterlassen im Feld. Und das sieht einfach megamäßig aus. Und das hier so ein bisschen fehlende Schärfentiefe vorne, es ist auch richtig schön gefällig, finde ich zumindest. Ja, wirklich cooles Landschaftsfoto. Wirklich, wirklich gut. Ja. Also die Tiefenstaffelung durch die Farbigkeit, also vorne hellgrün, frisch, lebendig, hinten schon so ein bisschen eher getrocknet, könnte man meinen, aufgrund der Farbe, aber ist natürlich nicht, aber es sieht halt auf dem Bild jetzt so aus, so sehe ich das halt. Und dann der Übergang in den Himmel, also dieser schöne Orange-Blau-Kontrast auf dem Vorderbild zum Himmel rüber, der ist schön, das frische Grün im Vordergrund gefällt mir gut und diese Fahrspur, die du schon angesprochen hast, die auch so ins Bild halt reinführt und zu dem Baum hin. Das ist eigentlich super. Es ist auch toll aufgeteilt, also Horizont auf dem unteren Drittel. Der Baum, finde ich, steht ziemlich genau auf dem Drittel. Ja, es ist wunderbar gemacht, also perfekt, würde ich sagen. So vom Genre Landschaftsfotografie, schon cool. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch gleich, dass ihr in Kiel ein bisschen mehr Wolken habt, als der Flo sie gehabt hat. Ja. Weil oberhalb des Baumes könnten noch ein paar Wolken sein. Das würde dem Bild sicher nicht schaden. Ja. Aber trotzdem, gute Lichtstimmung, gutes Foto, wirklich tolles Landschaftsfoto. Ja, also ich sag mal was Böses jetzt am Schluss vielleicht noch. Mir ist es schon fast ein bisschen zu perfekt. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe da noch mehr so Kandidaten, habe ich im Thumbnail schon gesehen. Ja. Wo ich sage, ist auf jede Regel geachtet worden offensichtlich, um bei der Bildbesprechung hier zu bestehen. Ja. Was mir allerdings als Detail gut gefällt, ist, wenn du mal hinguckst, es gibt den großen einzelstehenden Baum, und dann wiederholt er sich nochmal als kleiner Baum sozusagen einzeln im Horizont. Das ist so ein Detail, was mir gut gefällt und was auch so ein bisschen Unruhe wieder reinbringt, wo ich sage, okay, komm, da bin ich mit versöhnt an der Stelle dann. Ansonsten sieht es ja fast aus wie hingemalt. Ja, auf jeden Fall. Also einfach wirklich ein gutes Foto, gut gemacht, wirklich, wirklich schön, kann man nicht anders sagen. Ich will nicht sagen, hätte ich gern gemacht. Aber so ein ganz kleines bisschen neidisch bin ich schon. Also ist wirklich gutes Licht, gute Stelle. Auf jeden Fall. Also die Situation erlebt haben alleine schon da stehen. Ja. Also man muss ja nicht mit dem Foto machen, aber noch ein Foto davon dazu machen, ist ja die Sahne auf dem Obstsalat. Ja. Genau so. Wirklich super. Dieter, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg und noch 300 bitte. Vorhin hat jemand was von 1000 geschrieben. Ja, weiß ich. Wir wollen nicht übertreiben, finde ich. 300 abwarten. Man soll aufhören, was am schönsten ist, aber nicht heute. Richtig. Aber ich höre jetzt auf. Ja, vielen lieben Dank. Ne? Ja. Schönen Abend für euch und viel Spaß beim Fotografieren. Und für alle die Fotophonie vermissen, der Dieter und ich, wir nehmen wieder was auf. Ist versprochen und auch relativ zeitnah, befürchte ich. Ja, natürlich, müssen wir ja machen. Genau. Mach's gut, ne? Schöne Grüße und schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. So. Das ist doch wunderschön gewesen, dass wir den Kollegen aus Kiel hier mit reingeschaltet haben. Jetzt muss ich erstmal mich hier kurz orientieren. Wo bin ich? Da sind wir. Sorry, dass der Ton zuerst nicht ging. So ist das, wenn man die Audiospur des Skype auf allen Dingern angelegt hat, nur nicht da, wo das Vollbild ist. So, jetzt wird das bei keinem anderen mehr passieren. Das kann ich schon mal versprechen, weil ich weiß ganz genau, wen ich noch anrufe. Und da die Spur auf derselben Spur landet wie die von dem Dieter, weil wir das Ganze per Skype machen, sollte das funktionieren. Jetzt habe ich einen Gast, den ich eigentlich anrufen wollte. Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin aber bereit, es auszuprobieren. Und und zwar jetzt gleich. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier schauen, dass ich da sauber rüberschalte. So. Euch schalte ich erstmal wieder hier ganz kurz aufs Stillbild. Kleinen Moment, das muss ich hier nochmal machen. Und während ihr das seht, rufe ich per Skype beim nächsten an. So, nicht wundern, das dauert einen kleinen Moment. Weil wenn der Kollege rangehen kann, da muss er ganz kurz noch ein paar Menschen, die gerade auf seinem Workshop stehen, vertrösten, dass er jetzt einen Telefontermin hat.
Das hängt nämlich schlicht und ergreifend damit zusammen, dass ich hier gerade versuche, den Tobias anzurufen. Und der hat aktuell einen Nachtfotokurs. Und wir waren uns darüber einig, dass er wirklich nur rangeht, wenn es passt und nicht aus Jux und Dollerei. Insofern, ja. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lege ich hier mal auf, um dem auch nicht weiter auf den Zeiger zu gehen. Und wir rufen einfach mal den nächsten an. So, wollen wir hier ganz kurz gucken. Und das ist der Kollege hier. Ah, das schöne Skype-Klingeln. Das ist herrlich. Aha. So, so, kleinen Moment. Ich schalte dich erstmal hier jetzt mit drauf. So, hier rüber. So, Hans Altenkirch ist in the house. Hans, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wie sieht's aus? Sehr gut. Ein Kampf im Mikrofon habe ich, aber jetzt scheint es zu funktionieren, ja. Jetzt hören wir das Headset. Jetzt hören wir das Headset-Mikrofon. Das erkläre ich dir mal später, wie das war, ja. Aha, schön. Okay, so, du bist mittendrin, ja. Genau, also die Zuschauer sehen dich schon, das weiß ich ganz genau, weil, lass mich ganz kurz gucken, doch du kannst mich ja auch sehen, weil ich habe hier den Livestream am Laufen. Insofern, die Zuschauer sehen, hören und alles dich quasi. Willst du. Viele von euch haben Hans hier wahrscheinlich in einer der Bildbesprechungen schon mal gesehen, tippe ich mal. Ansonsten kennen viele ihn wahrscheinlich auch aus von den Fotoreisen. Insofern, Hans und ich machen diverse Fotoreisen und diverse Workshops im Neckarkreis, würde man sagen, glaube ich, ne? So heißt das Neckar? Die so. Offline-Workshops, ne? Die neuen Webinare sind ja dann noch. Genau. Dann haben wir diverse Webinare und wir haben auch tatsächlich noch zwei neue Fotoreisen für alle die nicht ins Ausland reisen wollen, nämlich jetzt neu ins Allgäu und einen zweiten Termin nach Berchtesgaden. Ja, also insbesondere die Reisen im Allgäu wird also sehr schön werden, weil wir besuchen dort also die vier schönsten Allgäuer Seen. Einen ganz bekannten oder weniger bekannten, das ist der Barmsee, wo wir also direkt gegenüber dem Karwendelmassiv stehen. Und wenn wir da Glück haben, haben wir da das tolle Licht und das Karwendelglühen. Mhm. Wir arbeiten dort natürlich intensiv mit Filtern und hoffen, dass natürlich Rollei da auch mit ein bisschen im Boot ist, ne, mit seinen neuen Filtersets. Ja, guck mal. Und da werden wir also schon schön was machen können, ne? Auf jeden Fall. So, die habe ich vorab auch ein Foto geschickt. Ich versuche das mal hier einzublenden. Das ist so ein bisschen tricky. Das ist diese Kamera. Das ist da das Foto. Und ich schiebe das jetzt mal rüber, so dass der Rest es auch sehen kann. So, und dann könntest du mal sagen, was wir da drauf so sehen. Ja, das ist wohl ein Dolomitenfoto von dem Peter Holz. Und zwar Refugio Passo Giau und Ragusela. Ja, ist ein schönes, klassisches Bergbild, muss ich sagen. Also mir gefällt es sehr gut. Vor allem eine ganz tolle Lichtstimmung haben wir dort. Ich weiß jetzt nicht, ob Sonnenauf- oder Sonnenuntergang ist. Ich tippe mal auf Sonnenuntergang, aber vielleicht kann er uns ja korrigieren. Also was mir besonders gut gefällt an dem Bild neben der Lichtstimmung ist auch die schöne Linienführung mit dem Weg zu den beiden Hauptmotiven. Das ist also einmal die Hütte vorne. Und natürlich halt eben das dominante Bergmassiv. Auch die Aufteilung für ein Bergbild ist sehr schön. Also wir haben so ein bisschen die Drittelregelung im Vordergrund mit der Wiese und natürlich halt eben das gewaltige Bergmassiv im Hintergrund. Also sonst muss ich sagen, kann ich eigentlich keine Kritikpunkte finden. Ja. Ging mir bei dem Foto jetzt eben auch so. Ich habe mal kurz den Ton ausgemacht und mein Mikro mal so ein bisschen gerichtet und habe mich gefragt, was soll ich wohl dazu, wenn der Hans gleich ausgeredet hat, großartig sagen. Also Licht ist wirklich richtig, richtig gut. Richtig schönes Licht. Da zeigt sich wieder, es macht Sinn, auf Licht zu warten oder rechtzeitig für Licht da zu sein. Weil was mir besonders gut gefällt, ist der Lichtschein hier auf dem mittleren Bergmassiv, wo so diese hell-dunkel Kontraste entstanden sind durch das rauffallende Licht und den helleren Marmor und den dunkleren Marmor. Da finde ich, da fällt das Licht einfach richtig, richtig gut drauf. Wirklich richtig, richtig schönes Foto, was der Peter da gemacht hat.
vor allem, was halt eben gut ist, ist, man hat einen gewissen Vordergrund, einen Bezugspunkt und halt eben das gewaltige von der Bildgestaltung her auch sehr schön. Ne? Also der Bezugspunkt, die Hütte vorne mit der Wegführung, ja. Linienführung ja. in das Bild rein und so, das passt alles irgendwie alles schön zusammen. Ja, total, total. Sehr schön gemacht, Peter, muss man ganz klar sagen. Also vielleicht, glaube ich, ich schalte uns mal wieder hier rauf, dass man uns beide wieder sieht. Warte mal ganz kurz, dazu muss ich so hier drücken und dann hier. Vielleicht, worüber man hätte nachdenken können, wäre vielleicht, es unten noch ein bisschen heller zu machen. Also unten noch so ein bisschen aufzuhellen, da ist es tatsächlich doch, zumindest hier bei mir auf dem Monitor, aber der steht hier halt auch im gleißenden LED-Scheinwerferlicht, recht dunkel. Dann wäre da vielleicht noch ein bisschen mehr Grün reingekommen, aber trotzdem richtig, richtig schönes Foto, finde ich. Ja, wenn, dann hätte ich das aber so gemacht, dass ich das auf der rechten Seite gemacht habe, weil links ist ja abfallendes Licht. Mhm. Ne? Licht kommt ja von der rechten Seite, wie du auch schon gesagt hast. Es scheint schön oben an den Bergrand hin. Wenn du da noch ein bisschen mehr Spannung, Dynamik hättest reinbringen wollen, würde ich also die rechte Seite so ein bisschen aufhellen oder betont mit ein paar Lichtsetzern noch ein bisschen hervorheben, dann wäre das Ganze noch spannender. Ja. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Im Übrigen an alle die sich fragen, wie kann ich mit dem Hans verreisen und so weiter. Ich habe von allen, die heute zu Gast hier heute Abend sind, egal ob im Team oder nicht im Team, die Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Sobald das Video nachher fertig ist, könnt ihr da die Links abrufen. Da sind die Links zu den Workshops, Webinaren und zu den Webseiten der Kollegen und so weiter. Zu allem, was es so an relevanten Infos gibt, habe ich die Infos hinzugefügt. Also da super gerne im Anschluss an den Livestream nochmal raufklicken. Ja, mittlerweile sind es ja, glaube ich, 6 oder 7 Reisen, die ich mache, begleite. Ja. Ja. Wobei natürlich, wir wissen alle, dass dieses Jahr viel, viel ausgefallen ist. Deshalb halt eben auch der kleine Ersatztermin mit dem Filterworkshop im Allgäu. Ja. Ja, was also sicherlich eine coole Sache ist. Und gut, Berchtesgaden wird ja stattfinden. Ja. Wir haben es ja diskutiert, was wir machen, was wir machen können. Ne? Ja, genau. Dann packen wir es an. So machen wir das, Hans. Ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend, ein schönes Wochenende auch auf alle Fälle. Kein Problem. Ne? Gruß an alle, unbekannterweise. Ja, ach, es sind viele dabei, die dich kennen, glaubt ihr. Glaub mir, es sind 200 Leute, die live zugucken und die üblichen Kollegen sind alle im Chat und grüßen dich. Also insofern. Die üblichen Verdächtigen, okay. So sieht es aus. Hans, vielen lieben Dank. Spaß. Danke. Ja. Schönen Abend für dich. Tschüss, tschüss. Dann, ciao. So, Freunde. Das war der Kollege Altenkirch. So, das läuft hier ja so ein bisschen wie das Brezelbacken. Und Tobias probiere ich vielleicht nachher nochmal anzurufen. Jetzt gucken wir erstmal nochmal mit mir gemeinsam auf ein paar Fotos und dann rufen wir einfach mal den nächsten an. Ich würde sagen, so machen wir das. Das scheint mir am meisten Sinn zu machen, wenn es jetzt zwischendurch wieder ein bisschen Gesappel von mir gibt. Wir haben das nächste Foto und das kommt von Bernd Sova. Und der Bernd, der hat was ganz Verrücktes fotografiert. Also das ist wirklich, ich bin ein bisschen beeindruckt von dem, was ich da sehe. Es sieht aus wie eine Tischtennisplatte, die im Wasser steht mit einer totalen Langzeitbelichtung. Also Bernd, bei dir ist gefragt, 30 Sekunden belichtet, bei dir ist gefragt, einen Kommentar zu dem Foto unter diesem Video. Wieso stand die Tischtennisplatte im Wasser? Das ist wirklich megamäßig minimalistisch. Wirklich, wirklich richtig, richtig verrückt. Ich bin total baff, wenn ich das sehe. Und hier geht es mir so ein bisschen so wie Dieter eben bei dem Bild von Florian. Es ist fast ein ganz kleines bisschen zu perfekt. Es ist so gestalterisch geil, dass es einfach, ja, es ist fast zu perfekt. Vielleicht hätte man es noch horizontal spiegeln können, dass die Tischtennisplatte nicht oben links steht, sondern oben rechts. Aber ansonsten wirklich ein hammermäßiges Foto. Bestimmt auch ein bisschen was nachbearbeitet, weil selbst wenn die Platte da im Wasser gestanden hat und sich da reingespiegelt hat, dass das so weiß gewesen ist, das kann mir wirklich niemand erzählen. Wirklich, wirklich irre. Cooles, cooles Bild. Dann haben wir hier eins von Marianne Bernhardt und Marianne hat Tautropfen in einem Spinnennetz fotografiert. Ja, das ist einfach... ja, das ist einfach natürlich ein ganz klassisches Motiv. Ein Motiv, was man zwar oft gesehen hat, aber was immer wieder gut aussieht. Da hat die Natur schon was ganz Beklopptes gemacht. Wirklich so, dass dieses Wasser sich überhaupt so an dem Spinnennetz hält, ist schon mal ganz erstaunlich, finde ich. Aber gleichzeitig auch, dass
ja, dass so ein Spinnnetz überhaupt so funktioniert und da solche Tropfen dran hängen können, ist wirklich mega. Ein gutes Foto. Es ist ja quasi so wie so Lensball-Fotografie. In jedem dieser kleinen Wassertropfen sieht man hinten die Einspiegelung des Hintergrundes hier mit so einem Baum. Das sieht gut aus. Die Schärfe läuft schön über das ganze Bild. Das ist was, was häufig bei diesen Fotos nicht der Fall ist, weil Fotografen versuchen, so ein bisschen schräg zum Spinnennetz zu stehen. Das macht aber genau bei dieser Art der Fotografie keinen richtigen Sinn. Insofern auch das wirklich ein richtig gutes Foto. Ich habe es befürchtet, dass wir viele gute Fotos sehen. Aber naja, wir gucken mal, was noch kommt. Oh. Das Foto ist von Detlef Boot und das zeigt ein Motiv, was jetzt die meisten wahrscheinlich hunderte Male gesehen haben und trotzdem fast keiner bisher so gesehen hat, glaube ich. Und zwar ist das im Hintergrund unten am Bildrand quasi so ein bisschen rangequetscht, das Dockland. Und da drüber steht so ein Hafenkran, das ist quasi, dazwischen ist, ist so ein Hafenbecken, könnte man sagen, ja. Ich glaube, das ist richtig bezeichnet, so ein Stück, so ein bisschen Wasser auf alle Fälle von einem künstlichen Hafenbecken. Und hier vorne an der Kaimauer stehen quasi diese Kräne und viele kennen vielleicht die dort angesiedelten Restaurants mit den Außenterrassen, die dann direkt hinter den Kränen quasi stehen. Und das ist eine richtig gute Idee, da so hin zu fotografieren. Das ist sehr weitwinklig, bin ich mir ziemlich sicher. Genau, es ist mit 14 mm gemacht. 14 mm Microsurz, 28 mm Kleinbild. Das ist trotzdem ja noch relativ weitwinklig. Wenn mir Detlef was daran nicht gefällt, dann ist es ganz eindeutig die Vignettierung, die von den Rändern kommt. Die kommt in dem Fall ja nicht aus den Ecken, sondern die kommt in dem Fall aus den Rändern. Das sehe ich besonders gut hier. Ich versuche euch das mal zu zeigen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie das so ist. Wenn ihr mal hier guckt, da, dann seht ihr richtig auf meinem Handy, da wo ich euren Chat beobachte, wie auf der rechten Bildkante das Foto dunkel ist. Und das geht mir tatsächlich, sehe ich auch hier auf dem Großen, da fällt es noch nicht ganz so auf. Aber auch da fällt es natürlich auf. Und das hätte ich nicht gemacht. Da hätte ich versucht, das so ein bisschen hell auslaufen zu lassen. Diesen dunklen Rand an der Seite braucht das Foto nicht. Das wirkt auch ohne diesen dunklen Rand richtig gut. So, dann haben wir von Dirk Rosenbrock hier einen Ausschnitt von Gefieder. Ja, ich habe vor kurzem auch mal mit so einer Super-Makro-Kombination Gefieder fotografiert für eine Dalli-Klick-Runde hier bei einer der letzten Live-Sendungen. Und siehe da, das sah nicht genauso aus, aber schon so ein bisschen ähnlich. Cooles Bild. Einfach auch da, was die Natur imstande ist, für verrückte Sachen zu machen, ist einfach tatsächlich immer wieder erstaunlich und großartig. Dieses Farbenspiel auf den Federn, das ist mega und auch der Kontrast da drauf, die feinen Strukturen. Es ist hier auch schön, dass es nicht überall scharf ist, sondern ganz besonders oben quasi links auf dem Drittelpunkt ist es besonders scharf, so kommt es mir zumindest vor. Und all das gefällt mir richtig, richtig gut. Wirklich auch das ein richtig, richtig cooles Foto. So, jetzt schalte ich mal hier hin und erzähle mal ein bisschen was. Zwischendurch. Zum einen sehe ich, dass im Chat sehr viele Leute von euch, also sehr viele Zuschauer, Dinge schreiben zu Dingen, die schon längst vorbei sind. Das heißt, ihr hängt im Stream. Wenn ihr unterhalb des Fensters wo quasi der Fortschrittsbalken ist, dieser rote, wenn ihr da den Punkt, wo ihr gerade steht, anfasst und ganz nach rechts zieht, dann seid ihr wieder direkt nur in dem Delay, den YouTube liefert. Natürlich ist YouTube ungefähr 10 Sekunden nach mir, das sehe ich ja hier die ganze Zeit in meinem Handy. Da solltet ihr hinkommen, sonst könnt ihr hier bei Daily Click gar nicht mitmachen, das ist nämlich immer dasselbe, weil wenn ihr live ratet, ist das schon längst vorbei und wir sind eine Viertelstunde später. Ihr versteht, was ich meine, ihr verpasst natürlich ein bisschen was. Aber auf alle Fälle wäre das mein Tipp. Jetzt vorspulen, weil jetzt rufe ich wieder jemanden an. Wartet mal ganz kurz, wie wir das hier machen. Das passiert jetzt. Jetzt fragt mich hier natürlich noch Skype, wie mir der letzte Telefonanruf gefallen hat. Ob man das weiterempfehlen kann. Ja, kann man weiterempfehlen. Das war ganz okay von der Qualität her. So, jetzt rufen wir mal hier an, würde ich vorschlagen. Hoch. Ah, okay. So. Es klingelt auf alle Fälle. Ding-Dong.
Aha. Warte einen kleinen Moment. Ich schalte dich hier über OBS live. Oh, okay. Warte. Jetzt muss ich doch nochmal dabei gehen. Jetzt ist das Signal viel größer als heute Mittag, was OBS hier liefert. Aber so ist das nun mal bei live, ne? Du kennst das ja. So, ich schieb mal das Bild so ein bisschen so hin, dass das so ein bisschen gefälliger aussieht. Wunderbar. Da sind wir, Steffen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Manche der Zuschauer kennen dich von einer Sendung, wo ich viel Spaß gehabt habe. Ging mir genauso, ja. Ach so, dir ging das auch so. Ich befürchtete schon, nur ich habe diesen Spaß gehabt. Nein, überhaupt nicht. Du hast mal so eine Art Persiflage auf die Bildbesprechung aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war die Bretterwand hinter mir noch braun statt hell und waagerecht statt senkrecht. Vielleicht mal, um das hier auch aufzuklären, das muss man ganz offen sagen, das, was da hinten dran ist, das ist hier einfach nur eine Klebefolie. Also so eine selbstklebende Tapete, könnte man sagen, die vor der braunen Bretterwand ist, weil ich gedacht habe, ach, vielleicht will ich auch mal wieder braun. Und vor allem ging es halt einfach viel, viel schneller, als die gesamte Wand auszutauschen. Und ich habe tatsächlich die nächsten Rollen hier liegen. Ich traue mich nur noch nicht so richtig, was Neues zu machen. So, Steffen hat einen ganz tollen YouTube-Kanal, habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt, wo er ganz, ganz viele Dinge erklärt zum Thema analoges Fotografieren. Etwas, was, glaube ich, tatsächlich auch bei vielen, die hier zugucken, vermehrt im Trend ist. Selbst ich habe ja wieder einen Film eingelegt, wie wir beide festgestellt haben, nachdem du mir mal einen mitgebracht hattest. Und ich gesagt, okay, ja. Ich habe jetzt das ganze Jahrtausend keinen Film eingelegt, jetzt geht es wieder los. Und bei mir sieht es nicht ganz so aus wie bei dir da im Hintergrund, aber da oben, oh, ich muss hier ein bisschen mit dem Headset aufpassen, da oben liegen auch so ein paar analoge Schätzchen. Und ich benutze sie tatsächlich immer mal wieder. Nicht so ganz regelmäßig, aber gerade so als Zweit- oder Drittkamera mit auf so eine Reise nehmen und einfach mal zwei Rollen durch fotografieren. Macht doch immer wieder Spaß, weil das erlebt das sich ein ganz anderes. Ne? Vielleicht kannst du erzählen, warum du gerne analog fotografierst. Also zum einen hat man natürlich jedes Mal, wenn man einen neuen Film einlegt, einen neuen Sensor und der hat immer ganz eigene Eigenschaften. Das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten anmacht an der analogen Fotografie. Und natürlich das Haptische. Ich habe nachher, wenn ich hier mal so rübergreife, nachher halt was Physikalisches in den Händen. Und nicht nur am Rechner virtuell. Das macht mir ganz viel Spaß. Also, ja. Jetzt machst du ja auch so analoge Workshops und so ein Kram und das ist bestimmt bei dir so ein bisschen ähnlich wie bei uns. Das hat jetzt in den letzten Wochen nicht immer nur Spaß gemacht, befürchte ich fast. Man könnte auch sagen, ganz wenig Spaß gemacht, weil im Prinzip nichts stattfinden konnte. Ich habe aber hier das auch eingeblendet und auch das ist in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Du hast eine Seite ins Leben gerufen auf deiner Webseite, die gar nicht übers Menü erreichbar ist, aber zumindest, also die, zu der hast du auf deinem Kanal, wie ich gesehen habe, zur Unterstützung aufgerufen. Weil du wolltest keine Spenden einsammeln, das kann ich auch total nachvollziehen. Ich finde das so bei irgendjemandem zu betteln auch immer so ganz unangenehm. Ja. So, und hast gesagt, okay, aber ich habe tolle Fotos und ich kann euch wunderbare Ausbelichtung zukommen lassen. Und ich habe die Seite hier mal eingeblendet auf pixelandgrain.de/Bilder findet ihr zum Bestellen Fotos, die der Steffen gemacht hat und dann extra für euch ausbelichtet. Ganz genau. ja, wenn es den Leuten gefällt, kann man sich ein bisschen nicht selbst fotografierte Kunst ins Wohnzimmer hängen. Genau so. So, jetzt blende ich mal das Foto ein. So, und dann frage ich dich, hast du das Bild schon angeguckt? Vorab? Nee, habe ich nicht. Okay, dann öffne es mal. Ich habe das getan und im Livestream ist es auch zu sehen. Na, ich habe es tatsächlich ausgedruckt und lege es jetzt vor mich. Oh, okay. Eieieiei, was haben wir da denn, sag mal? Okay. Ja, ich glaube, der Christian, so hieß er, genau. Hat seinen Kumpel beim Skaten fotografiert. ist denkbar. Ich sag mal, wenn das ein Skaterfoto von seines Kumpels werden sollte, dann hat er die falsche Brennweite dabei gehabt. Ja, irgendwie schon. Nee, ist also eine Strandpromenade, die wir sehen. Ja. Und da steht eine Dame im zurzeit modischen Outfit mit, wie das im Norden heißt, Schnutenpulli. Ja. Und wir sehen im Vordergrund einen Skater und hinten sehen wir Meer und ein bisschen Zeug. Gefällt mir eigentlich aufgrund des Anschnitts total gut. Also das Bild zwingt einen dazu, zweimal hinzugucken. Und das ist erstmal schon geil.
Also derjenige, der das fotografiert hat, fotografiert meines Erachtens nicht erst seit gestern. Mhm. Was mir dann als nächstes auffällt, da muss ich direkt Kritik, aber auf hohem Niveau. Oh. Ich finde, rechts ist ein bisschen viel Platz. Rechts ist ein bisschen viel Platz. Mhm. Okay. Hinter der Dame, ja. Glaube, wenn man das auf 2:3 geschnitten hätte oder 3:4 oder whatever, wäre es ein bisschen harmonischer. Ansonsten, ich finde, da kann man echt nicht viel Kritik. Das ist ein geiles Bild. Also ich finde das cool. Also mir geht es genauso auf alle Fälle. Ich finde auch hier den Anschnitt tatsächlich richtig, richtig geil. Und jeder weiß, dass ich hasse abgeschnittene Gliedmaßen. Aber in dem Fall sorgt das eben überhaupt dafür. Also erstens ist dieser Größenkontrast aus ihm hier im Vordergrund und ihr da hinten im Hintergrund einfach großartig. Weil das sieht ja so ein bisschen aus, als würde meine Lilliput unterwegs sein mit seinem Skateboard. Ja, ja. Auch die Schwarz-Weiß-Umwandlung ist cool. Die grafischen Elemente mit dem Zaun und dem Pfosten des Zaunes, der quasi die beiden optisch voneinander trennt, sodass sie nicht ineinander fahren. Ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt, ist auch fast gerade, nicht ganz, das Geländer ist nicht ganz horizontal, aber in der waagerechten, aber ganz gut. Ihre Beinhaltung, weil sie diesen Schritt gerade macht, ey, das ist wirklich insgesamt, das ist wirklich geil. So, also total schön. Das wäre der Punkt, wo ich sagen würde, es hat mich überlegen gemacht, ob es vielleicht gestellt ist, also zumindest die Dame. Ja, ja, Aber das spielt keine Rolle. Also warum genau, soll das Spiel nicht gestellt sein? Genau. Was ich vielleicht gemacht hätte, ja. Ich hätte vielleicht die Blende, ich denke mal, das ist irgendwo so, weiß nicht, 4, 5, 6, Pi mal Daumen. Ich hätte die Blende 2 Stufen zugemacht, dann hätte ich von dem Skater ein bisschen mehr Bewegungsunschärfe drin gehabt. Ja, die ist tatsächlich auf 3,4. Oh, ja. Da hätte man natürlich noch eine ganze Ecke abblenden können, da hast du vollkommen recht. Mhm. Also so. Ein bisschen Dynamik hätte ihm nicht geschadet. Ja. Wenn er so eine leichte Bewegungsunschärfe hätte. Ja. Ja, aber sonst, also es ist tatsächlich, was wir hier tun, jammern auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, wir beide hätten das Foto gerne gemacht. Also analog wahrscheinlich noch mehr als digital. Digital kannst du ja auch sagen, okay, ich drücke jetzt drauf und mach mal irgendwie 15 Stück pro Sekunde und dann passt das schon irgendwie. Ja. Aber jetzt, also gerade so analog wäre das bestimmt eine Riesenherausforderung gewesen. Und ich finde es auch ein Foto, also hier, das kannst du gucken, Christian, eins kann ich dir sagen, häng es auf. Wenn das Foto nicht bei dir an der Wand hängt, häng es auf. Das funktioniert auch in jeder Ausstellung super, weil die Leute davor stehen bleiben und zumindest zweiten, dritten Blick und dann hast du schon gewonnen. Also. Ja. Die Community freut sich total über Schnutenpulli, kann ich dir schon mal sagen. Und freut sich auch sehr, dass du dabei bist. Insofern, das ist alles wunderbar. Ich muss ja, Steffen. Bevor ich hier Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zur 300. Warte, da schalte ich uns noch mal beide wieder an. Das Foto ist hier jetzt lang genug angeguckt. Warte mal, wo ist das hier? Da sind wir beide. Ja, vielen lieben Dank. Danke. Ich bin auch überrascht, wie ich am Anfang gesagt habe, davon, dass es 300 ist. Also, ich sag mal so, ich glaube, mangelndes Durchhaltevermögen kann man mir jetzt nicht vorwerfen bei der ganzen Nummer. Nee. Aber ich meine, du hast ja damit definitiv eine Marke gesetzt und auch was bewegt. Also, es hat ja, ich sag mal so, erzähl mal aus unserer Fotogruppe, in der ich Mitglied bin, da haben tatsächlich die Arten und Weisen, wie du Bilder besprichst, dann tatsächlich auch dazu geführt, dass wir untereinander Bilder anders besprechen. Und das ist ein Verdienst, den man sich durchaus mal auf den Pulli schreiben kann. Okay, das habe ich noch nie gehört. Das finde ich aber ganz, das finde ich aber ganz verrückt, wenn ich ehrlich sein soll. Weil eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, als Fotos angeguckt und geplappert, wie mir der Schnabel gewachsen ist, was ich da drauf sehe und wie mir das so gefällt. Und natürlich irgendwie immer versucht, es auch so ein bisschen analytisch zu machen und nicht jetzt bei jedem nur meine unqualifizierte Meinung rauszuspucken. Aber das freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Ich glaube auch tatsächlich, das Format sucht wahrscheinlich so ein bisschen auf deutschen YouTube-Kanälen seinesgleichen. Das muss man auch ganz offen sagen. Ich will mich selbst beweihräuchern, aber das ist schon. Ich kenne kein anderes Format, was 300 Folgen hat. Zumindest im Fotobereich nicht. Ansonsten gibt es natürlich YouTube-Formate, die viel mehr Folgen haben als 300. Also so. Aber im deutschsprachigen Fotobereich, wer hat schon 300 Sendungen von einem Format gemacht? Das ist ja auch ein bisschen. Da muss man auch ein bisschen bekloppt sein.
Man muss auch dazu sagen, du bist ja kein YouTuber, also hauptberuflich nicht. Das stimmt. Wenn du natürlich sozusagen das dein ganzes Leben damit verbringst, dann kannst du natürlich noch wesentlich mehr Zeug auch produzieren. Das wissen wir beide, glaube ich. Also genau. Ich glaube, auf deinem Kanal ist auch eine unfassbare Schlagzahl zwischendurch immer mal wieder, wo du sagst, ich sage, ey, Alter, wie kann das sein, dass der diese Menge an Fotos, an Videos produziert? Aber zwischendurch muss halt auch mal was anderes machen, ne? Weil davon leben können wir beide nicht. Nicht wirklich, ja, genau. So, ja. Auch wenn das immer manche glauben, dass man davon reich wird. Reich an Erfahrung auf alle Fälle. Ja, allein das ganze Equipment, was man sich für den Quatsch anschafft, das verschlingt locker das Doppelte von dem, was man einnimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also. Steffen, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Wir telefonieren nächste Woche mal zum Thema Analog-Webinare. Ich mache hier nur so einen ganz kleinen Teaser hier rein, damit niemand hinterher sagt, ich hätte nicht Bescheid gesagt. Also das ist versprochen, wir telefonieren nächste Woche. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Bedanke mich ganz herzlich bei dir und wir hören und sehen uns. Ich danke dir und noch eine schöne Sendung. Vielen Dank. Mach's gut, mein Lieber. Ne? Bis dann. Tschüss, tschüss. Dann. Tschüss. So, das war ja wunderbar. Also Steffen, ich bin so richtig auf ihn aufmerksam geworden zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt, als er diese Persiflage gemacht hat auf mein Video. Das muss man ganz klar sagen. Dann haben wir auch zusammen schon mal eine Bildbesprechung produziert und ich finde einfach das, was er analog macht, ganz, ganz, ganz toll und finde auch tatsächlich, dass das auch so ein bisschen seinesgleichen auf dem deutschen YouTube-Markt sucht. Da denke ich, kann auch jeder, der irgendwie ein bisschen Bock hat, kann da unbedingt drauf gucken und sich so ein bisschen zu Kameras beraten lassen, so ein bisschen gucken, was es so an unterschiedlicher Technik gibt und wie man einen Film einlegt, entwickelt, was man damit machen kann und so weiter. Unbedingt bei Steffen auf dem Kanal vorbeigucken. Wie gesagt, der Link dazu ist hier unten in der Videobeschreibung. So, jetzt ist die Frage, ob ich den Klappspaten noch anrufe. Ich weiß gar nicht so genau. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Rufe ich den Klappspaten noch an? Lass mich kurz drüber nachdenken. Warum? Eigentlich nicht. So. Matthias. Das ist eigentlich alles wunderbar, bis auf die Tatsache, dass deine Kamera aus ist. Oh, wie das? Wenn du die jetzt noch einschalten würdest, dann würde dich der Rest auch sehen und ich könnte dich auch auf den Livestream schalten, wenn du möchtest. Aha, guck mal hier. So, jetzt schalte ich dich rüber. So, jetzt bist du natürlich wieder kleiner geworden, ist ja klar. Das ziehe ich dich noch ein bisschen größer, so, damit die Menschheit mehr von dir sieht und weniger von mir. Herzlich willkommen bei der FF-Fotoschule Finanzberatung. Ich habe hier unseren Anlageberater heute eingeladen, das ist der Herr Jedrusik. Und Herr Jedrusik ist verantwortlich bei uns im Team für Finanzberatung aller Art. Soll heißen, wenn ihr irgendwie eine Lebensversicherung für eure 85-jährige Oma sucht oder sowas, dann seid ihr hier genau richtig. Und außerdem betreibt er auch noch die Webseite wirklauneinauto.de. Auch da ist Matthias genau der richtige Ansprechpartner. Matthias, wie geht es dir? Wir verkaufen ein Auto.de. Ach so, ich dachte, das heißt, wir klauen ein Auto.de. Zuerst das eine und dann das andere. Also, wie geht es dir? Ja, danke, vielen Dank, mir geht's gut. Und Grüße auch an Florian von wegen Klaufspatten und so. Und er darf das sagen, weil er war ja auch eine Woche lang mein Leidensgenosse in Schottland. Also alles gut. Auch ein tolles Bild übrigens, Florian, wirklich, muss ich wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und dir, Frank, danke, dass ich dabei sein darf und herzlichen Glückwunsch zum 300. Zu der 300. Folge. Und, ja, 300 ist heute? Ich dachte, heute ist 150. Ja. Ach nee, bei 150 ging das mit dem Livestream ja nicht. sehr schön. Wir zwei wollen mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, bevor wir das Bild angucken. Ich habe es jetzt hier das erste Mal schon gesehen, weil ich hier rüberschalten musste, damit ich es gleich einblenden kann. Wir zwei machen demnächst Porträt-Webinare, ne? Habe ich auch gehört, ja. Meinst du, das ist ein Thema, was man gut als Webinar machen kann? Schwer zu sagen. Ich hoffe. Natürlich.
Du musst sagen ja, na klar. Ach so, ich muss sagen ja. Also wir beide sind ja voll überzeugt. Warte, sonst hilft das Hemd auch nicht, wenn du jetzt so tust, als würde es keinen Sinn ergeben. Also zu dem äußeren Eindruck muss jetzt auch ein bisschen innere Überzeugung kommen. So, also Scherz beiseite, wir haben ja beide darüber nachgedacht, ob das geht oder nicht. In der Tat ist es ja auch so, dass man auch dem schon wieder Offline-Workshops machen kann, also Präsenz-Workshops, und das finden wir natürlich auch wunderbar, dass wir wieder euch da draußen treffen können. Aber das ändert gar nichts daran, dass es bestimmt Menschen geben wird von den 210, die hier zugucken, die sagen, ich finde es besser von zu Hause, oder die Anreise nach Hamburg ist mir zu weit und weiß der Geier was. Und und wir haben, glaube ich, eine gute Möglichkeit gefunden, das auf die Straße zu bringen. Jedenfalls viel besser, als ich vorher gedacht hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Weil zuerst dachte ich, ob das überhaupt so richtig geht. Dann habe ich dich ja ein bisschen angespitzt und gesagt, okay, kannst du mal gucken, wie du dir das vorstellen könntest. Dann haben wir ein bisschen rumgefeilt und demnächst geht's los, ne? Ja, ich habe heute auch den ganzen Tag schon dran gearbeitet und inklusive Begrüßung und Abmoderation bin ich schon bei 4 Folien. Also, ja. Matthias, bevor du noch mehr Dummzeug erzählst, schalte ich immer rüber auf das Foto, was wir zwei zusammen besprechen. Ich sag's ja, ich habe die Bilder nur im Thumbnail gesehen, aber ich glaube, das ist ein Foto, das passt zu dem, was du sonst so machst. In der Tat, ja. Deswegen habe ich auch gedacht, irgendwie, dass du mir das Foto zugeteilt hast, aber dann habe ich erfahren, dass es Zufall gewesen ist. Ich konnte tatsächlich, guck mal, ich habe das gesehen quasi in der Apple-Vorschau, da ist das Bild ja kleiner als hier auf dem Livestream in dieser kleinen Filmleiste. Und ich konnte natürlich sehen, dass das irgendjemand ist, der eine Maske trägt und der irgendwas festhält. Nee. Aber, das hat jetzt einen viel besseren Namen. Schnuttenpulli, genau. So. Aber ich konnte tatsächlich nicht erkennen, dass sie eine Braut ist und dass sie den Bräutigam hält oder vielleicht ja auch den Cousin oder Trauzeugen, ich weiß nicht so ganz genau, ist mir auch egal. Ja. Aber das konnte ich wirklich nicht sehen. Ja, erzähl was. Ja, also tatsächlich finde ich das Bild sehr schön. Der erste Gedanke, der mir kam, ist, also erstens schwarz-weiß, sowieso geil. Ja. Und dann das zweite war, ob es gestellt ist, ob es wirklich echt ist. Mhm. Das habe ich mich wirklich gefragt, weil es ist so perfekt, der Augenblick ist so perfekt eingefangen, dass ich mir wünschen würde, mehr von solchen Augenblicken bei meinen Hochzeiten einzufangen. Ja. Es ist halt, die Träne läuft da halt über diese, übers Gesicht irgendwie, was man halt nicht so sieht wegen der Maske. Und das ist, was machst du jetzt? Okay. ich dachte, du ziehst deinen behaarten Pulli an, weißt du. Auf jeden Fall, das Bild ist einfach toll, muss ich gestehen. Und vielleicht ist es also wirklich Jammern auf hohem Niveau, ein klein wenig zu knapp angeschnitten. Aber das kann man so oder so sehen, weil eigentlich ist es, wenn es ein bisschen weiter angeschnitten wäre, könnte man vielleicht die Tränen nicht so gut sehen oder das Auge, und darauf kommt es ja halt an. Also von daher, ich finde das schon extrem gut, das Bild, muss ich wirklich sagen. Es zeigt eine richtig gute Stimmung. Ja. Na, durch diesen engen Anschnitt, finde ich, sind wir auch mittendrin statt nur dabei. Weißt du? Ja. Also ich finde tatsächlich, dass man das Gefühl hat, total mit im Geschehen zu sein. Ich gucke dir gerade mal nach. Es ist 43 mm Brennweite an Micro Four Thirds bei Blende 1.8, wenn ich das richtig sehe. Genau. Okay. Also 86 mm Kleinbild vom Winkel her. Das ist noch nicht mal so viel Tele, wie ich fast erwartet hätte. Es sah für mich so ein bisschen aus wie so ein klassisches 70-200-Foto. Als hätte der Fotograf sehr weit weggestanden und dann versucht, diesen Moment aus der Entfernung mit draufzunehmen. Bei 80 mm Brennweite ist man ja schon doch noch ganz schön nah dran. Ich wüsste aber gar nicht, wo mehr drauf müsste. Also wenn mehr drauf müsste, dann müsste ja viel mehr drauf. Das ist aber schwierig hier, glaube ich. Ja, und vor allem würde dann dieses Detail mit der Träne im Auge, das würde dann verloren gehen. Also insofern, so unter dem Gesichtspunkt ist der Ausschnitt natürlich schon perfekt, weil die Träne sieht man sehr deutlich, das Auge ist gestochen scharf, es ist also die Schärfe liegt dort, wo sie sein soll. Ja. Es ist toll, also absolut. Ja. Ja. Es hat übrigens fotografiert Eugen Tigieser. Eugen, megamäßig gemacht, richtig, richtig gutes Foto. Gefällt uns beiden, wie du hörst, richtig gut. Ich schalte jetzt mal wieder rüber, sodass ihr uns beide sehen könnt. Warte, jetzt muss ich hier drücken. So. Man kann hier nicht mal in Ruhe sein YouTube-Shirt anziehen. Weil der Matthias das natürlich auf einer anderen Kamera sieht als ihr, sagt ihr natürlich, ob ich mein behaartes Oberteil anziehe. Nein, ich wollte hier noch ein ganz kleines bisschen Werbung für die Plattform machen, auf der das Ganze hier läuft. Ist doch wohl klar. Ich meine, gerade der Google-Konzern und YouTube haben das nötig, dass ein bisschen Werbung gemacht wird für sie. Weil denen geht es ja nicht so gut.
Da bist du baff, wa? Ja, ich bin baff, ja. Ja, ich merke das. Matthias, ganz, ganz lieben Dank. Ich danke dir. Wir verreisen ja auch wieder zusammen. Ich möchte dich jetzt nicht in dieser Sendung damit überraschen, aber wir verreisen, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal zusammen. Ach was, das wusste ich gar nicht. Ja, genau, das wusstest du gar nicht, aber das erzähle ich dir irgendwann mal demnächst. Okay, und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen zur Hafenrundfahrt. Ja, tatsächlich. Also wir machen morgen große Hafenrundfahrt, aber mit Barkasse, für alle, die jetzt denken, was ist da los? Also Barkassenrundfahrten, Fototurnen und so weiter, das ist morgen und da sehen wir uns und dann bekakeln wir den Rest. So machen wir es. Matze, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns morgen. Jo, ciao, ciao. Bis dann, tschüss. So, da seht ihr es, der Kollege Klappspaten war auch mit am Start. So wie gewünscht, könnte man sagen. Wollen wir noch jemanden anrufen? Lass mich kurz über nachdenken. Oder wollen wir einfach nur noch Bilder besprechen? Ach, wir können hier eigentlich noch mal ganz kurz jemanden anrufen. Ich gucke mal ganz kurz hier rüber, den wir da noch haben. Ah ja, die Qualität des Anrufs war toll, aber das lag nicht an dir, Skype, sondern das lag an dem Kollegen, der angerufen hat. Dann rufen wir doch einfach mal randommäßig aus dem Telefonbuch nochmal jemanden an. So, das klappt wunderbar. Der nächste Kollege, der im Livestream mit dabei ist. Hallo Titus, ich grüße dich. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Ja. Alles gut? Ja, hallo aus dem Süden. Ich habe schon die Sendung verfolgt, ganz toll. Das ist natürlich auch spannend, das so live zu sehen als in den normalen Bildbesprechungen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren in Island vor einem Jahr und da haben wir die Vorbereitung auf die 200. gemacht und da hattest du mich interviewt zur 200. Jetzt sind wir schon bei der 300. 250. war das. 250, okay. Genau. Hm? Genau. Das stimmt, das war auf Island. Das war im letzten Sommer auf Island. Dieses Jahr ist das ja leider ausgefallen. Ja, ich freue noch immer. Ja, mir geht es damit auch nicht so richtig gut. Also wir wollen jetzt nicht die große Jammerei hier anmachen. Und ich will nicht sagen, mir geht es nicht gut wegen dem Finanziellen. Das ist auch nicht so richtig schön. Aber es ist auch ansonsten emotional einfach doof so gewesen, nicht fahren zu können, wo man so lange sich darauf vorbereitet hatte. Dann hatten wir ja schon relativ früh, wir zwei, besprochen, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, selbst wenn man fahren kann, dass du jetzt irgendwie dich damit ansteckst. Aber ja, wer hätte das gedacht, irgendwann im Februar, dass wir beide jetzt hier so sitzen und sagen, oh, wir sind nicht nach Island gefahren im Mai. Also, das wäre undenkbar gewesen, finde ich. Ich hätte noch ein paar anderen Reisen davor gehabt. Ich wäre noch in Amerika gewesen. Ja. Und Zypern und so. Ja. Dafür ist es hier recht ruhig und beschaulich gewesen und das Wetter hat ja sein Übriges getan, um das also angenehm zu gestalten. Auf jeden Fall. Also mir ist hier wieder vorgeworfen worden, ich würde irgendwie mich nicht mit dem Klimawandel und so beschäftigen. Sorry, das stimmt hinten und vorne gar nicht, aber ich kann so viel sagen, das Frühjahr in Norddeutschland wird eingehen als das Frühjahr 2020, wo wir Corona und das beste Wetter seit 20 Jahren hatten. Das kann ich so sagen. Bei uns ja genauso natürlich. Ja, also wirklich unfassbar. Als würden uns gleich zwei Dinge eingeschenkt werden. Eine mit dem Virus und eine mit dem Wetter. So, wir schnacken gleich noch ein bisschen weiter. Ich blende mal das Foto ein, was wir zwei ausgesucht haben. Und zwar auf diesem Wege hier. So. Oho. Mhm. Ja. Gemacht hat es Matthias Seemann. Das kann ich schon mal als erstes sagen. Ich glaube, der Kollege ist auch im Chat. Aber ich sehe es noch irgendwie noch nicht. Aber du hast es doch von mir. Ja. Achso, gut, der müsste ich jetzt umschalten. Nein, ich warte mal. Achso, der. Jetzt siehst du es auch. Jetzt sehe ich es auch. Ich habe es mir ja vorher schon mal kurz angeguckt. Ja. Das ist auch passend zu mir, wie man aus meinem Hintergrund gesehen hat, mache ich ja gern viel mit Unschärfen, arbeite ich und insofern hat mir das Bild auf Anhieb sehr gut gefallen, weil es so eine ein bisschen düstere Stimmung mit viel Unschärfe gebracht hat, sehr abstrahiert ist. Zwei Sachen sind mir irgendwie so, wenn ich eine Weile drauf geguckt habe, aufgefallen, dass man es sehr gut horizontal spiegeln könnte. Dann könnte man nämlich von links nach rechts reingucken in diese Rolle.
glaube ich, würde dem Bild gut tun. Ich habe es gar nicht mal ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut ist. Schön ist auch, dass dieses spiegelnde Stacheldraht genau vor diesem dunklen ist. Das hat mir gut gefallen. Das Einzige, was ich jetzt, sagen wir mal, ein klein bisschen kritisch gesehen habe, was ich da zu dem Bild sagen würde, dass also diese Spinnenweben, das ist ja nun jetzt Stahl und es ist dunkel, es ist ein bisschen düster und diese Spinnenweben haben so ein bisschen Filigranes und das passt an sich nicht dazu. Also wenn man hat natürlich nicht immer so ein Staubfädel dabei, aber im Prinzip wäre es gut gewesen, diese Spinnenweben da noch ein bisschen wegzuwedeln. Also das hat mich ein klein bisschen in dem, weil es sonst sehr stahlmäßig ein bisschen blau monochrom ist, hat mich das doch da nicht, hat mir nicht so sehr gut gefallen. Ja. Aber ansonsten finde ich es schön, die Schärfe liegt auf dem richtigen Punkt, halt so ein Drittel halt auch. Und dort spiegelt sich auch diese Hauptfläche da von diesem Stacheldraht. Ja, ja. Und das andere versumpft so im Dunkeln und das macht das, auch diese Atmosphäre von diesem bisschen düstere Atmosphäre, muss ich zugeben, gegenüber vielen anderen Landschaftsfotos, die wir gesehen haben, aber trotzdem ist ein außergewöhnliches Bild hauptsächlich. Das macht nicht jeder. Ja. Aber wie gesagt, diese kleinen Spinnenweben, die da sind, die machen das ein bisschen. Es ist ja schon relativ unruhig, da der Stacheldraht, der kreuz und quer geht, machen noch mehr Unruhe rein. Also natürlich ist es so ein bisschen gesponnen, dass man jetzt da anfängt, jetzt das wegzumachen. Aber klar, klar. Also hätte man wirklich so einen Staubwedel gebraucht und den hat man nun. Ich habe ja auch viel in meinem Vorschwinkel, auch nicht gerade Staubwedel dabei. So, warte, ich schalte uns mal wieder ein, damit man uns wieder sieht. So, das ist jetzt der Fall. Ja, der Kollege hat hier Matthias auch im Chat geschrieben, dass er das bei Tag fotografiert hat zum Thema Freiheit. Freiheit sehe ich nicht, ich sehe eher eingesperrt sein. Also ich so als Kind der 70er, mich erinnert das an schlimme Zeiten in dieser Republik. Ihr erinnert euch vielleicht auch, der NATO-Stacheldraht. Dann war es in 3 Meter Höhe, deswegen kam er nicht ran. Matthias, ich sag's mal ganz offen, diese Ausreden habe ich alle gehört. Das ist zu hoch, zu weit weg, man hat die passende Brennweite nicht dabei und so weiter. Das kannst du uns zwar jetzt hier im Chat erzählen, aber dem anderen Betrachter deines Fotos dummerweise nicht. Weil wenn du nicht dabei bist, kannst du es nicht erklären. Und insofern, und das andere ist ja eine Geschmackssache. Also quasi, Titus hat ja nur gesagt, er würde es ohne Spinnenweben besser finden. Das ist tatsächlich, mir sind die aufgefallen, aber ich musste tatsächlich eben reinzoomen, um zu erkennen, dass es Spinnenweben sind. Aber wie gesagt, das liegt ja auch an dieser hellen Scheinwerferbeleuchtung. Ich mag die Tonung vor allem. Ich finde, dieser Blauton, der zu diesem Stacheldraht kommt, der passt da gut zu. Ich mag den Blauton und auch die Tiefe und die Strukturen und so. Es ist schon auch gut gemacht, keine Frage. Und es ist sehr schön, dass du abgedunkelt ist. Wenn das bei helllichtem Tage fotografiert ist, ist es richtig, richtig gut, dass es so abgedunkelt ist. Unbedingt. Ne? Es ist wirklich ein außergewöhnliches Foto. Auf jeden Fall. Im Kopf bleibt und das ist ja wichtig an Fotos. Klar. Viele Sachen, die bleiben einem ja nicht im Kopf, weil man sie schon 1000 Mal gesehen hat, in ähnlicher Form und so. Das hat mir gut gefallen. Und die meisten wären wahrscheinlich auch dran vorbeigelaufen und hätten es gar nicht besprochen. So, insofern, hätten es gar nicht fotografiert, meine ich. Und auch das ist eben was Besonderes. Ja? Also Motive sehen, wo andere keine Motive sehen, hilft natürlich auch, ein gutes Bild zu machen. Ja, und nun einfach auch die Blende aufzumachen, vielleicht ist es auch Zufall, das ist, kann sein, aber es ist dann wenigstens ein guter Zufall. Ja. Ja. Das wäre natürlich schön, wenn es dann auch gewollt ist, wenn man sich dabei Gedanken macht und das macht auf jeden Fall aus, dass man sich dabei auch was denkt und nicht einfach nur drauf hält. Ja. Auf jeden Fall. Das versuchen wir ja in den Kursen auch immer zu vermitteln. Ja, ja. Die Workshops von Titus in Karlsruhe, Ulm und Stuttgart findet ihr auch verlinkt in der Videobeschreibung. Auch da geht es wieder los. Wir können ja wieder so ein bisschen besser als vorher, insofern super gerne das auschecken. Titus, ganz lieben Dank. Ja, war toll, jetzt 300. dabei zu sein und ich gucke jetzt noch bis zum Schluss.
Spannend, ja. Ich versuche noch ein paar jetzt in Manier von 33 in 33 durchzuziehen, damit wir hier ein Stückchen vorankommen. Okay. So, danke, danke. Alles Gute. Ciao. Bis dann, mein Lieber. Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. So, natürlich versuchen wir gleich auch nochmal den Kollegen Franz anzurufen, irgendwie. Ich weiß noch nicht ganz genau wie, aber auch das probieren wir gleich nochmal. So, aber erstmal, der hat mir nämlich geschrieben, dass er unterwegs ist in Richtung Speicherstadt. Aber erstmal geht es hier weiter. Lass mich gucken, da waren wir. Es geht weiter mit diesem Foto hier. So, das Foto ist von Ike. Und Ike, du hast mir dazu geschrieben, Remake des ersten eingereichten Bildes. Ich nehme an, dass du meinst, das erste eingereichte Bild, was du jemals bei mir eingereicht hast. Und jetzt würde ich super gerne sagen, ich weiß genau, wovon du redest, aber die Wahrheit ist natürlich, ich weiß im Moment nicht ganz genau, wie das erste Foto aussah. Und insofern kann ich das Remake auch nicht dazu in Verbindung bringen. Nichtsdestotrotz, es ist ja klassisches Unterwasserfoto. Also du fotografierst ja sehr viel unter Wasser. Und ja, und das ist wirklich richtig, richtig schön gelungen, oben mit den Reflexen, den goldenen, auch das Kleid sitzt gut, die Haltung von dem Modell unter Wasser ist gut, das ist alles wunderbar, finde ich. Jetzt würde ich mir wünschen, ich könnte es hier sehen, ich weiß nicht ganz genau, ob es Maria ist, dazu fehlt mir hier so ein bisschen Licht auf dem Gesicht, aber auf alle Fälle ein wirklich gutes Unterwasserfoto. Okay, und das war in Folge 123. Okay, verstehe, das kann ja nochmal der eine oder andere auschecken und ich lese hier eure Kommentare, hier unten im Chat. Matthias, dein Foto ist ein gutes Foto. Es hat ja niemanden das Gegenteil behauptet. Alle Titus und ich waren so übereinigt, dass dein Bild ein gutes Bild ist. Also insofern, alles ist gut. Wirklich außergewöhnliches Stacheldrahtfoto und auch ein gutes Foto. So, und Ike und dein Unterwasserfoto hier gefällt mir auch wirklich gut. Also wie auch die Fußhaltung hier unten ist einfach irre. Also es gehört bestimmt für beide eine Menge Disziplin dazu, für den Fotografen unter Wasser, aber auch für das Model. Okay, es ist Maria, wunderbar. Vielleicht kannst du Marias Meerjungfrauen-Insta-Profil hier nochmal in die Kommentare posten, dann kann der ein oder andere da nochmal vorbeischauen, wenn du magst. Und ich nehme an, du magst. So, Elisabeth Bückemanns-Kempe hat dieses Foto von einer Apfelblüte geschickt. Und ja, das hat sehr wenig Schärfentiefe. Ich gucke mal ganz kurz nach. Mit Blende. Wunderbar. Kann man hier nicht sehen. Wahrscheinlich, weil es ein manuelles Objektiv ist, vermute ich fast. Aber auf alle Fälle richtig, richtig, richtig wenig Schärfentiefe. Was mir aber gut gefällt, ist die Schärfe da, wo sie liegt. Die liegt an einer guten Stelle. Ich mag dieses Pastellige nach hinten, dieses leicht, pastellig ist das falsche Wort, wie heißt es denn hier, Aquarellige nach hinten, also so die Art der Unschärfe, das Bokeh ist einfach schick. Ich glaube, den hellen Fleck der weißen Apfelblüte oben, den bräuchte ich nicht, die hätte ich vielleicht beiseite gehalten, aber ansonsten ein wirklich auch ganz schönes Apfelblütenfoto. Dann haben wir von Ilse Finkbeiner hier ein Blutströpfchen. Also Blutströpfchen heißt der Falter. Ich möchte nicht Schmetterling sagen. Ich nehme an, es ist ein Falter. Und den sehen wir ja zweimal. Wahrscheinlich dabei weitere Blutströpfchen zu generieren. Vermute ich mal. Aber natürlich YouTube-konform, wunderbar abgeschirmt mit den Flügeln, sodass hier keinerlei Zensur droht. Das dafür erstmal hier ganz fetten Daumen nach oben für dich, Ilse, dass das so gelaufen ist. So, sehr schöne Unschärfe im Hintergrund. Gute Schärfe trotzdem auf den beiden Insekten. Das ist eben der große Vorteil von parallel zu Motivfotografieren im Makrobereich. Ausreichende Schärfentiefe. Hier mit Blende 2.8 fotografiert mit einem 60er Makro. Wahrscheinlich das 60er Makro von Olympus, vermute ich mal. Ich gucke mich hier nochmal runter. Ja, so ist es. Da hättest du vielleicht ein bisschen abblenden sollen. Vielleicht ist es aber auch mit Focus-Stacking gemacht. Das wird mir natürlich in den Exif-Daten nicht angezeigt. Aber ein wirklich, wirklich gutes Makrofoto. Keine Frage. So, dann haben wir von Kerstin Mania ein Foto, das ist gemacht in Dangast, nehme ich mal an, und das ist der Sonnenuntergang. Dangast, keine Ahnung, wo das ist, noch nie gehört, ist egal, irgendwo am Wattenmeer, also sprich Nordsee.
Schöner Steg. Ich glaube, der Steg macht eine Menge her. Da kann man viel rausholen. Sehr klassische Bildaufteilung. Wenn mir was nicht gefällt, Kerstin, dann ist es die Kombination aus dem Fahnenmast und der Sonne. Die sind mir einfach zu dicht beieinander und vor allem das dazu auch noch in der Bildmitte. Nicht auf der vertikalen gesehen, aber auf der horizontalen ist es einfach sehr bildmittig. Und das sind halt die beiden wesentlichen Elemente, abgesehen vom Steg. Und der Steg ist eher eine führende Linie. Das heißt, das hätte ich wahrscheinlich so nicht platziert. Ich wäre an deiner Stelle ein Stückchen weiter nach links gegangen, hätte dadurch den Fahrmast und den Sonnenuntergang weiter nach rechts gebracht. Und dann würde dadurch, dass du nach links gegangen bist, auch noch ein klein bisschen schöner der Steg durch in das Bild reinlaufen. Und das finde ich wirklich, wirklich großartig. Okay, und das ist in Ostfriesland. Aber gut, Beate weiß das natürlich, weil die war ja überall. Ja? Die war ja überall schon und weiß natürlich, dass Dangast in Ostfriesland ist. Ist ja logisch. Dann haben wir von Klaus Schleensog ein Bild aus der Lüneburger Heide. Und das kommt mir bekannt vor. Also nicht dieser Baum. Wobei ich auch bei diesem Baum fast glaube, dass ich weiß, welcher Baum das ist. Weil ich sehe hinten den Schafstall, ich sehe rechts die Steine. Jetzt frage ich mich gerade, Klaus, waren wir da gemeinsam? Haben wir das zusammen gemacht? War ich dabei, als du das fotografiert hast? Falls du hier online bist, schreib es doch super gerne in die Kommentare. Und falls du nicht jetzt live dabei bist, schreib es später in die Kommentare. So, schöne Lichtstimmung ist ganz offensichtlich ein Sonnenaufgang. Das sieht man einfach an dem Nebel auf der Lichtung. Sonst ist in der Lüneburger Heide nämlich ganz selten Nebel. Also abends ist es eher die absolute Ausnahme. Morgens kommt das immer mal wieder vor im Spätsommer. Ich mag auch die Aufteilung ganz gern. Ich glaube tatsächlich, dass es dem Baum nicht gut tut, dass er nicht links genau auf dem Bildrand sitzt, sondern dass er einfach, dass dahinter noch Luft ist. Ich glaube, man hätte das so fotografieren sollen, dass der Baum links den Abschluss des Bildes bildet und im Zweifel wärst du halt ein bisschen nach rechts weiter rüber gegangen und hättest dafür gesorgt, dass da man trotzdem das Schafstalldach sieht, wenn das denn eben wichtig ist. Ah, Klaus, okay, ich war dabei. Ja, es ist ein schöner Morgen gewesen. Ich erinnere mich eben ziemlich genau an die Lichtstimmung, dass sie so war. So, aber wie auch immer, es ist auf alle Fälle ein schönes Foto. Es rückt den Baum in ein ganz anderes Licht, als er normalerweise aussieht. Viele kennen den Baum, weil wir da immer wieder Workshops machen. Und der Baum, ja, der ist fotogen, ohne jeden Zweifel. Aber der, ja, der ist hier einfach schon in eine besondere Perspektive gerückt und besonders fotografiert. Ich gebe zu bedenken, jetzt wo ich darüber nachdenke, wenn du links abschneidest, dass dann natürlich auch diese beiden oder drei toten Äste, die da rausgucken, diese Stumpen aus dem Baum dann weg sind. Und vielleicht ist das auch keine Lösung. Das müsste man vielleicht jetzt nachträglich im Schnitt mal einmal ausprobieren. Es wird hier im Chat geschrieben, horizontal spiegeln. Das will ich jetzt nicht bei jedem Foto machen, aber wir machen das hier nochmal einmal, nur so zur Stelle zum Gucken. Horizontal spiegeln ist keine Lösung. In diesem Fall ist keine Lösung. So, insofern sehr, sehr schönes Bild. Jetzt schalte ich euch mal ganz kurz wieder hier drauf. Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Das bedeutet nichts anderes als, ich gehe mal ein bisschen telefonieren. So, es klingelt schon mal. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Oh, hallo. Hallo. Okay, warte, wir haben hier ein ganz neues Bildformat von dir, natürlich im Skype, weil du hast ja ein Mobile-Device, das heißt, es ist hochkant. Ich sortiere hier ein bisschen ein paar Anordnungen um. Nee, nee, mach das nicht. Halt es hochkant, das ist aber wunderbar. Lieber hochkant? Ja, wenn du das wieder hochkant machen kannst, wäre das toll. Okay. So. Weil ich kann das hier noch ein bisschen hinschieben in der Produktionssoftware und dann sehen wir dich schon in passenden Hochkant. So, kleiner Moment. Uno momento. Geht sofort los. Da sind wir. Ich schmeiß dich rüber auf das Live-Bild. Moin Tobias. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Frank. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser schönen runden Zahl, die du hier zustande gebracht hast. Ja, das ist ein bisschen verrückt. Ich habe das zu Beginn gesagt, du konntest ja nicht zugucken, weil du hast gerade Workshops gegeben. Aber das ist ein bisschen zu verrückt werden, wenn man da sehr, sehr lange drüber nachdenkt. So, ihr seht, ihr steht auf der Poggenmühlenbrücke, wie immer. Wie ist das Wetter? Weil ich sitze hier im dunklen Office, wie du siehst. Ach, optimal eigentlich für die Nachtfotografie. Okay. Nicht ganz klarer Himmel, man hat ein bisschen Struktur im Himmel drin, okay. Aber man sieht trotzdem blauen Himmel, der okay. Hoffentlich demnächst mal kommen wird. Okay. Noch ist es nicht so spannend, weil die beste Zeit kommt noch. Ja, verstanden. Und
Wie war das so heute mit Maske und so? Ungewohnt. Natürlich ungewohnt, aber besser als erwartet. Ich dachte irgendwie, die ganze Zeit unter dieser Maske zu sprechen und zu schwitzen, ist nicht so die große Freude, aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Okay, Trinken freut stört. Mich. Ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Und wie ging es den Teilnehmern damit? Es gab zumindest keine Klagen. Ja, also, ja gut. Ich hatte den Eindruck, die Teilnehmer sind etwas ruhiger als sonst. Ja. Aber alles in Ordnung. Ja, ich glaube tatsächlich ist es auch ungewohnt natürlich für alle Seiten. Und auf der anderen Seite haben trotzdem alle natürlich auch Verständnis dafür, weil denen ist auch allen klar, dass sie natürlich nicht zu einem Corona-Hotspot werden wollen. So, wir wollen dich nicht vom Workshop abhalten. Ich habe dir vorher das Bild geschickt. Ich habe das hier schon offen. Ich sorge jetzt dafür, dass der Rest es auch sieht. Klar, Moment, das machen wir hier und so. Und ich übertrage das. Und dann können wir beide ganz kurz mal dazu sprechen, weil das ist ja ein Thema, was du gerade betütelst da, könnte man sagen. Denn es ist ja so ein klassisches Nachtfoto, ne? Ich habe das jetzt nur in meinem Gedächtnisprotokoll, aber das wäre ein Foto, was man heute Abend machen könnte, wenn wir denn vor Ort wären. Wir haben ein anderes Motiv, aber von der Idee her vergleichbar. Ja, ich kann dir das natürlich so jetzt im Moment auch nicht zeigen. Passt schon. Ich glaube, ich habe es mir gut genug angeguckt. Genau. Vielleicht kann Beate als erstes mal schreiben, was es ist. Beate ist hier im Chat und weiß von jeder Location, wo es ist. Ich weiß in diesem Fall auch, aber die kann hier erstmal kurz im Chat schreiben, wo es ist. Und es hat gemacht Andreas Vossel auf alle Fälle. So. Magst du drei Worte dazu sagen, mein Lieber? Tobias, meine ich. Ach, ich? Ja. Ah, okay, ich dachte, gut. Hat mir erstmal auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Hätte ich, glaube ich, gerne auch selber gemacht. Ja. Schöne Location, schöner Hintergrund. Aber wie immer, wenn man irgendwie jetzt was suchen soll, man findet immer irgendwas. Klar, klar. Zum Beispiel ganz links unten so dieser blaue Lichtreflex. Könnte man vielleicht noch wegstempeln. Ja. Und auf längere Zeit hatte ich so das Gefühl, mit dem Bildaufbau bin ich nicht so ganz glücklich, aber müssen wir vielleicht nochmal gucken. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Tobias. Ich entlasse dich erstmal. Du machst mal Workshop. Das trifft es so ziemlich genau, was du da gesagt hast. Ich sage gleich mal, wo es ist, für alle die nicht wissen, wo es ist. Es ist nämlich Kirchleiten, oberhalb von Berchtesgaden. Da machen wir Fotoreisen hin. Und ich weiß aber gar nicht, ob der Andreas mit auf Fotoreise war. Auf alle Fälle nicht auf einer der Reisen, wo ich dabei war. Aber auf alle Fälle ist es eine Nachtaufnahme von Kirchleiten, oberhalb von Berchtesgaden. Tobias, vielen lieben Dank. Grüß die Teilnehmer schön. Ist schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu sehen und hab einen schönen Abend und schönes Wochenende. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Ich habe meinen Spaß. Danke, danke, danke. Mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das ist mega gewesen, finde ich, dass wir das hinbekommen haben noch. So, also Kirchleiten, oberhalb von Berchtesgaden, schönes Mondlicht, gute Gegenlichtaufnahme. In der Tat vielleicht ein bisschen spät, hätte man noch ein bisschen eher fotografieren können. Vielleicht noch ein bisschen mehr Restlicht im Himmel ist und auch ein bisschen mehr Restlicht hinten auf dem Watzmann und so. Aber trotzdem auch das insgesamt eine gute Nachtaufnahme. Ich glaube, dass die Kapelle in der Mitte steht, ist hier nicht ganz so ideal. Das hätte man noch besser anordnen können. So, wie gesagt, wir müssen jetzt ein paar 33 in 33 machen, weil eigentlich wollte ich irgendwann durch sein um diese Uhrzeit. Ich schalte hier mal einen weiter und es geht hier weiter. Ah, ich sehe ein Foto von Manfred und Manfred, der hat mir geschrieben, damit ich in der ganzen Geschichte in dieser Sendung auch vorkomme, schickt er dieses Foto ein. Ja, das ist Mallorca fortgeschrittenen Fotoreise, November 2019, Mitzieher auf der Kartbahn. Ganz offensichtlich ein sehr schönes Sportfoto mit einer sehr, sehr guten Belichtungszeit, guter Mitzieher, gute Schärfe, megamäßig sportlicher Kartfahrer, das darf man auch nicht vergessen. Also der Typ, der da fährt, der ist wirklich sportlich drauf. Das Kart ist ja auch unfassbar schnell, weil der das fährt, der hat das ist halt so Fliegengewicht, ne? Der fährt halt Kart mit sehr wenig Eigengewicht und ihr wisst es, so ein Kart ist besonders schnell, wenn man wenig Gewicht auf das Kart bringt. So, ist ja logisch. Und das ist hier ganz deutlich zu sehen. Das Einzige, was mich stört, Manfred, ist, dass ich bergauf fahre. Fürs Bergauffahren fahre ich ganz schön schnell. Und die Wahrheit ist ja, es fährt gar nicht bergauf. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen gerade ausrichten können. Aber mitziehmäßig ist es mega. Wir gucken noch ganz kurz auf die Belichtungszeit, eine 50stel. Da sieht man tatsächlich, dass ich nicht so langsam gefahren bin, dass man bei einer 50stel so eine Mitzieher machen konnte. Mega. So, dann haben wir von Manuela Zimmer, die ist, glaube ich, auch dabei und im Chat, hier eine Doppelbelichtung. Puh, das ist auch so ein Bild, wo man ein paar Mal hingucken muss. Weil was sehen wir eigentlich? Wir sehen im Hintergrund ein Bahnhofsgebäude, vermute ich fast.
Also es ist irgendwie dann Flughafenabfertigung oder keine Ahnung, was es ist. Irgendein Gebäude auf alle Fälle. Und dann sehen wir hier im Vordergrund so eine Treppe mit Wiese drauf. Also es ist auf alle Fälle eine Doppelbelichtung. Eine Doppelbelichtung in der Kamera gemacht, nehme ich an. Also in der Olympus. Da haben wir auch vor kurzem in der Webinar lange zu gesprochen. Mega mäßige Doppelbelichtung. Wirklich gut, weil das Thema dabei ist, dass man sich eben jetzt damit beschäftigt. Man sieht ja auch noch diese Strukturen im Himmel, die aus irgendeinem Blechdach oder einer Blechfassade bestehen. Und das sorgt einfach dafür, dass es interessant ist und einfach mit der Taube da am Rand einfach man mehrfach hinguckt, um rauszufinden, was sehe ich eigentlich. Gut gemacht, Manuela. Markus Rahmel hat auch eine Nahaufnahme geschickt, möchte ich mal sagen. Makro möchte ich es nicht nennen. Wo eine Wildbiene oder irgend so etwas an so einer Blüte Nektar einsammelt. Schärfe passt einigermaßen, ist nicht ganz genau auf dem Bienenkopf, könnte ein bisschen eine größere Schärfentiefe sein, aber nicht ganz so dramatisch. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die Biene in der Mitte ist und wenn du das Bild so mit dem Stängel abbildest, also nicht noch dichter rangehen konntest, dann würde ich auf alle Fälle auf dem Stängel der Blüte schneiden, links am Bildrand. Da würde das Bild auf alle Fälle meiner Meinung nach besser von werden. Dann haben wir von Martin Herrmann hier ein Foto aus Nyhavn. Und zwar, das ist Nyhavn 17, heißt das Gebäude wahrscheinlich oder irgendwas, oder Quartier oder weiß der Geist, ist auf alle Fälle in Kopenhagen gemacht. Und er spiegelt sich irgendetwas, der Nyhavn 17 spiegelt sich in der Akademie der Bildenden Künste. Okay, verstehe. Was mir daran gefällt ist, dass wir an der Fensterfassade ganz eindeutig sehen, dass das alles nicht gerade ist, dass die Fenster eben nicht ganz gerade eingesetzt sind, weil es alte Fenster sind. Und das macht das Bild natürlich besonders. In einer neuen Fensterfassade, wenn man jetzt nicht gerade die Elbphilharmonie baut, würde das einfach ja, eine Spiegelung ergeben. Und so ist es halt eine Vielzahl von Spiegelungen. Nicht nur durch das gekippte Fenster, das eine, sondern auch dadurch, dass die Fenster so ein bisschen schräg eingesetzt sind. Gefällt mir gut. Guter Abschluss auf der rechten Bildkante mit der Backsteinbauer. Schöner Eingang ins Bild auf der linken Seite mit der Laterne. Gutes Foto. Dann haben wir hier von Patrick Seifert den Pilsumer Leuchtturm. Auch sehr schönes Landschaftsfoto. Vielleicht ein ganz kleines bisschen arg vignettiert rundherum. Auch hier, es fällt sofort auch auf dem Großen auf. Auf dem Live kann ich es gleich erst sehen, weil es jetzt gleich dauert, habe ich gesagt, irgendwie 10 Sekunden gleich zu sehen ist. Es gucken übrigens immer noch 210 von euch zu. Mega, vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich großartig. Wir sind bei 1,5 Stunden. Aber trotzdem, gutes Pilsumer Leuchtturmbild. Der Leuchtturm steht auch an einer ganz guten Stelle. Ich hätte wahrscheinlich hier unten das Schild wegretuschiert, ne, da, oder was das ist, so eine Blechwanne oder irgend sowas. Ich hätte da im Hintergrund, habe ich irgendwo eben gesehen, ganz kurz gucken, oh, shit, oh, jetzt bin ich hier in den Bildern verrutscht. Oder hier im Hintergrund die Häuser, die Autos, Wohnwagen oder was auch immer da ist, wegretuschiert. Aber insgesamt trotzdem gutes Foto. Dann haben wir von Paul Thermer ein Bild. Paul, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, das Bild. Das ist sehr aufwendig, ein sehr aufwendiges Kostüm, was du zusammengebaut hast aus allem möglichen Zeug. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hell ihr das seht. Bei mir ist das sehr, sehr duster, sehr dunkel. Unten säuft es fast ab. Jetzt sind wir schon wieder ein zu weit gerutscht. Aber es ist natürlich eine unfassbar aufwendige Inszenierung. Sehr, sehr cooles Foto. Wirklich verrückt, wie du das Kostüm gebaut hast. Da hast du meinen allergrößten Respekt für. Das ist wirklich mega. Was die Margarete da mit zu tun hat, erschließt sich mir persönlich nicht so hundertprozentig, aber großartiges Do-it-yourself-Projekt mit einem wirklich guten daraus entstandenen Foto. Robert-Peter Westphal hat hier ein Bild eingesandt. Tja, jetzt würde ich gerne sagen, dass ich weiß, wo das ist, aber ich weiß es nicht ganz genau. Und ich möchte mich nicht total blamieren. Beate, wir brauchen dich. Du solltest mal ganz kurz bitte schreiben, wer das gemacht hat. Das würde mich super interessieren. Quatsch, nicht wer das gemacht hat, sondern wo das gemacht ist. Dass es Robert-Peter gemacht hat, wissen wir ja schon. So, ein gutes Foto, Robert-Peter. Gute Aufteilung, schöne Tiefe. Gute Einrahmung mit dem Grün von der Altstadt hier unten und der Kirche und hinten im Hintergrund dem Schloss. Schön, dass da Wolken am Himmel sind. Was mich so ein bisschen irritiert, sind hier oben so diese Streifen an den Wolken. Ja, die sind natürlich, aber die wirken so ein bisschen auf dem Bild so ein bisschen so als, ja, weiß ich nicht, als wär's geknickt. Ja, als wäre da ein Knick im Papierfoto da oben. Aber ansonsten gutes Bild. Silvia Lange hat hier ein Foto einer verschlossenen Tür geschickt. Erstens eine sehr schöne Tür mit dem
Mit dem Türgriff, mit dem Schloss, mit der Kette, mit dem Loch, was da reingesägt worden ist, damit man das Vorhängeschloss vormachen kann. Das ist allerdings schon ein paar Jahrzehnte her, denn es ist ziemlich verrostet. Oder es ist irgendwo im Süden fotografiert, was sehr wahrscheinlich ist, und ein bisschen ist Salzwasser dabei. Aber sehr morbide, insgesamt ganz schön. Schade, dass das Hauptmotiv sich so in der Mitte drängelt und du die ganzen, das Schloss, die Türübergang, den Türgriff und so weiter in der Mitte platziert hast. Da hätte man wahrscheinlich einen Bildschnitt finden können, der noch ein bisschen spannender gewesen wäre. Thomas Bösch hat in Köln einen U-Bahnhof fotografiert. Thomas, mega U-Bahnhof-Foto. Unfassbare Architektur. Schön mit den Menschen da unten, die sorgen dafür, dass wir eine Dimension haben und erkennen können, wie das wirklich aussieht. Das sieht auch sehr weitwinklig fotografiert aus. Na gut, es sind 50 mm Kleinbild. Da kann man sehen, wie so 50 mm und dabei so geschwungene Architektur das Ganze verzerren können. Aber tolles Architekturfoto von einem U-Bahn, gut gemacht. Okay, Beat, du weißt es auch nicht, wo es ist. Hilft jetzt nichts. Thomas Roloff hat dieses Foto hier gemacht von einer Honda Fireblade in Bremerhaven. Ja, Thomas, du bist ja bekannt für Motorradfotos. Ich folge dir auch bei Instagram und sehe die da. Gutes Motorradfoto, gutes Licht vor allem, zu einem guten Zeitpunkt aufgenommen. Ich würde immer noch versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen und ein bisschen runter zu gehen, sodass das in die Maschine noch größer wirkt. Und ich habe auch den Eindruck, dass du so ein bisschen beim Nachbearbeiten nicht sauber ausmaskiert hast, weil ich habe den Eindruck, dass der Himmel hinter dem Visier heller ist als oberhalb des Visieres. Ja? Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen sauberer nachgearbeitet. Wenn das durch die nicht hundertprozentig transparent des Visieres gekommen ist, dann würde ich es da ein bisschen abdunkeln mit einem Pinsel. Ansonsten aber gutes Motorradfoto. Dann haben wir von Christian Behrens ein Foto von einem Schimmel mit blauen Augen und geflochtener Mähne. Von Christine Behrens ist es übrigens. Christine, schönes Bild insgesamt. Hier geht es mir so ein bisschen wie Matthias bei dem Brautfoto. Ich finde es zwar gut, dass wir so mittendrin standen oder dabei sind, aber ich finde es ein bisschen heftig im Anschnitt. Besonders was das Ohr betrifft. Weil dadurch sieht es so aus, als würden kleine Mädchen ihre Zöpfe von oben reinhängen lassen, weil wir auch den Ansatz der Mähne nicht sehen. Da hättest du entweder etwas weiter Winkel aufnehmen müssen oder du wärst noch dichter rangegangen und hättest quasi einen Ausschnitt genommen, wo wir nur den Kopf mit dem Auge sehen und vielleicht 2 bis 3 Zöpfe. So, und den vorderen auf der Stirn auch nicht. Das hätte ich noch besser gefunden. So, was haben wir noch hier? Wir haben noch von Helmut Körner diese Aufnahme. Boah, gutes Streetfoto. Mega cooler Graffiti-Künstler, der das am Hintergrund gemacht hat. Das ist wirklich richtig geil. Jetzt kommt das Problem bei dem Foto. Wieso hast du die Kamera so schräg gehalten? Also warum verläuft das Ganze so schief? Wenn die jetzt gerade gehalten wäre, mega Belichtungszeit, richtig schöne Unschärfe hier, haben wir uns vorhin schon mal gewünscht, der Stefan und ich, ihr erinnert euch vielleicht, bei dem Skater, mit der 30. hier fotografiert, wunderbar, dadurch haben wir tolle Unschärfe auf den Passanten, die hier vorbeilaufen. Gleichzeitig haben wir die fest stehen, die stehen und dadurch wirken sie eben komplett scharf eingefroren. Aber das müsste einfach gerade sein, das müsste einfach ausgerichtet sein. Das wäre einfach viel, viel besser, finde ich. Dann haben wir von Ute Kopka auf der Berliner Museumsinsel ein Foto gemacht. Ja, da sind diese Gänge. Ich erinnere mich, ich habe da auch schon fotografiert. Das ist ein ganz gutes Foto dafür. Was mir bei deinem Foto auffällt, Ute, ist, es ist unten zu wenig drauf und oben zu viel. Oben wäre es schöner, es wäre geschnitten da, wo die dunkle Kante ist. Und unten würde ich mir wünschen, dass ich sehen kann, wo dieser Torbogen den Boden berührt. Und das ist nicht der Fall und das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Da hättest du einfach ein ganz kleines bisschen schwenken sollen oder 2 Schritte zurückgehen. Lothar, es ist nicht hastig. Es ist das ganz normale Tempo einer Bildbesprechung. So, warte. Jetzt gehe ich darauf ein, was hier im Chat los ist. Jürgen schreibt, die senkrechten Linien sind aber gerade. Boah, die senkrechten Linien sind gerade. Das bezweifle ich. Ich gucke aber mal gerne mal nach. Da sieht man hier schon mal, die sind alles, aber nicht gerade. Selbst wenn sie es wären, dann würde ich per perspektivische Korrektur in Lightroom die waagerechten auch gerade ziehen.
So, dann haben wir hier von Wolfgang Kluge ein Libellenfoto. Wolfgang, du hast fast alles richtig gemacht. Du hast die Libelle cool in die Schärfenebene bekommen. Du hast einen sehr schönen Hintergrund dazu, der sehr schön pastellig blau ist. Das ist wirklich großartig. Warum hast du nicht noch hinten den einen Stängel, der dahinter wächst und jetzt der Libelle in die Flügel wächst, noch weggehalten? Du musst ihn ja nicht abbrechen. So, ist wahrscheinlich bei so einem Grashalm auch nicht so schlimm, ja? Aber warum hast du ihn nicht wenigstens weggehalten für deine Aufnahme? Weil der stört doch wirklich. Also der wächst in den Libellenflügel rein und gleichzeitig ist es das Hellste im Bild, mehr oder weniger. Also der größte helle Bereich, da gucken wir natürlich hin. Und das ist super, super schade. Das hätte man einfach tatsächlich, finde ich, besser machen können. Das letzte Foto, jetzt heißt es gleich ganz stark sein, das ist das letzte Foto für heute. Lass mich gucken, es ist das vorletzte Foto für heute. Das vorletzte Foto für heute kommt von Axel Tenter. Ja, Axel, irgendwo an einem, wahrscheinlich ist es im Hintergrund eine Mühle und das hier ist der Mühlenbach. Also, ich spinne mal so ein bisschen, aber es sieht für mich so ein bisschen so aus. Es ist mir ein kleines bisschen zu dunkel, das wird euch auch gleich so gehen. Ich sehe es nämlich schon im Livestream. Es ist ein ganz kleines bisschen zu dunkel, besonders unten links ist es sehr, sehr dunkel. Das hätte nicht so dunkel sein müssen. Das Licht an sich ist aber sehr schön. Die Spiegelung ist sehr schön. Es ist sehr schön weich. Es ist belichtet 15 Sekunden. Das sieht man dem Wasser auch an. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja, gute Lichtrichtung. Das Motiv ist nicht so hundertprozentig meins und vor allem ist es mir unten links in der Ecke, wie gesagt, viel, viel zu dunkel. So, und dann haben wir als letztes von Bärbel Ennenbach eine Einsendung. Die Bärbel hat auf Norderney fotografiert. Wie ihr wisst, kann ich nur den Bildtitel entnehmen, weil im Gegensatz zu Beate, die im Chat ja jede Location kennt, kann ich die Insel und die Promenade nicht anhand der Laternengestaltung erkennen. So. Tut mir leid, Beate, aber das musste nochmal sein. So, Bärbel, was mir auffällt ist, der Horizont ist nicht gerade. Unbedingt in Lightroom den Horizont gerade ausrichten. Ansonsten finde ich, das hat das eine schöne vorsaisonale Stimmung. Matthias, den Halm, der dahinter war, wegdrücken in dem Libellenfoto. Bärbel, wir kommen gleich wieder zu deinem Foto. Dahinter ist noch ein Halm. Nicht den, wo die Libelle drauf sitzt, sondern den, der dahinter ist. Den wegdrücken. So, Bärbel, ansonsten hast du eine sehr schöne vorsaisonale Stimmung. Im Prinzip ist es die Stimmung, die ja an den deutschen Küsten jetzt seit Monaten ist. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja seit Ewigkeiten so. Und ja, schönes norddeutsches Wetter. Insgesamt ein gutes dokumentarisches Foto. So, Freunde. Ihr habt ja gesagt, ihr müsst ganz stark sein. Irgendwann ist alles zu Ende und auch das hier. Das heißt aber nicht, dass wir die Sendung hier ausmachen. Ja? Also machen wir uns nichts vor. Wir machen ja jetzt nicht die Sendung aus und hören damit auf und ich entlasse euch einfach in den Feierabend, ohne dass wir noch ein bisschen Spaß gehabt haben. Denn das sollten wir auf alle Fälle noch mitnehmen. Und was machen wir bei diesen Live-Sendungen? Der ein oder andere weiß es schon. Der ein oder andere war schon dabei. Der ein oder andere erinnert sich. Und der ein oder andere hat gesagt, wir wollen das wieder machen. Und das passiert jetzt. Ich gucke mal ganz kurz, ob das reibungslos funktioniert. Das ist hier. Das blenden wir aus. Und dann geht es jetzt los mit Folgendem. Aha. So, wir spielen Dalli Click zusammen. In altbekannter Manier. Ich schalte euch hier auf den Dalli Click Sound. So, es gibt auch ein bisschen Musik dazu. Ihr kennt es schon. Und ihr könnt erraten, was ihr seht. Ich bedecke mal ein Fältchen auf und dann gucken wir mal, wie es vorangeht. So, wir suchen. Lass mich mal kurz gucken, ob ich selber weiß, was wir überhaupt suchen. Wir suchen nicht keinen Ort, sondern wir suchen den Gegenstand. Steffen, Hund, Katze, Maus ist schon mal falsch. Danke für das Lob für die Sendung, das freut mich sehr. Wir sind nach wie vor über 200 Zuschauer. Ich decke mal ein weiteres Feld auf.
Ja. Ich denke mal noch mal ein paar auf hier. So, wir suchen einen Gegenstand. Braun ist gut. Braun ist ganz gut. Naturfoto, nein. Hund, Katze, Maus hatten wir schon. Vogel, nein. Marienkäfer, nein. So, ich decke noch mal eins auf. Schäferhund natürlich nein. Holz ist ganz gut, aber nicht das, was wir suchen. Aber Holz ist auf dem Foto auch drauf. Zaun nein. Holzbank. Manfred, du bist ganz, ganz vorne mit am Start. Tisch, Boot, Holz, Bank, Nagel, Hobel, Holzbank. Alles nein. Ich decke hier noch mal ein, zwei auf. Oh, shit. Jetzt habe ich hier das Problem mit dem Vergrößern wieder. Wieso will das hier heute nicht so, wie ich möchte? So. So, jetzt müsste es aber wirklich wissen. Holzbank, Holztisch, Schraube, Holzbank, Schienenbohle, Holzbanksteg. Tja. Gut. Vielleicht ist es ein bisschen zu schwer. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Kiste, auch nicht schlecht. Ich decke mal nochmal drei auf. So. Ey, Freunde, ihr wisst immer noch nicht, was es ist. Ich bitte euch. Steg, Stuhl, Werkbank, alles falsch. Wippe, nein. Sitzfläche, Truhe auch nicht, Holzstufe auch nicht. Okay, komm, ich decke mal noch einen auf. So, wer weiß es, Freunde? Was ist auf dem Bild? Das werdet ihr doch jetzt wohl sehen. Heuschrecke. Mhm. So, ich glaube, das Ding heißt tatsächlich Grashüpfer. Hier. Der Loop van Dijk. Ich glaube, Heuschrecken, weiß ich gar nicht, ob es die in Norddeutschland gibt. Es ist ein norddeutscher Grashüpfer. Da siehst du, es war doch einfach, Freunde. Ich weiß gar nicht, warum ihr so lange gebraucht habt. Ja? War doch super easy. Okay, sorry. War nur Spaß. Wir machen mal einen weiter. So, jetzt geht's darum, wo sind wir? Wir suchen also einen Ort. Die jetzt erst Grashüpfer schreiben, sind im Stream so weit zurück, dass ihr unbedingt nach vorne scrollen solltet, im Livestream. Ganz an den Anfang. Oh, Ike, woher weißt du, dass das Lanzarote ist, sag mal? Und ist es das überhaupt? Frankfurt ist es nicht, Kapstadt ist es nicht. Ike sagt Lanzarote, ich versuche mal aufzudecken. Es ist Lanzarote. So sieht es aus. Ah, es läuft hier bei euch. Ihr habt einen Lauf, merke ich schon. Ihr habt den Grashüpfer sofort erkannt quasi. Und habt dann auch noch Lanzarote sofort erraten. So, wir gucken mal weiter. Hier muss ich mal selber gucken. Hier suchen wir einen Ort. Wir suchen einen Ort. Eigentlich suchen wir einen Ort und ein Motiv. Ein Objekt. Also eigentlich beides. Lass uns doch einfach beides. Beides suchen. So, ich decke mal ein bisschen was auf. Sulzbach-Rosenthal ist richtig. Scheiße. Bernd hat's gewusst. Wir müssen komplett aufdecken. Nein, natürlich nicht. Es ist nicht Sulzbach-Rosenthal. Berchtesgaden ist falsch. Emmerich ist falsch, Marten. Segelschiff, Himmel, Hamburg, alles falsch, ich decke ein paar auf. Kneipe ist fast richtig, Ostsee falsch. Hamburg sagte ich schon, ist falsch. Marten in Emmerich war ich noch nie, vielleicht sollte ich dich mal besuchen kommen. Quarantäne ist beinahe richtig. Eine Tür auf Burano. Ja, da stimmt ein Teil von der Lösung. Mallorca, Dubai, Burano. Burano ist ein Teil der Lösung, Axel. We can do it. We can do it.
Steffen, der ist schön. Die Frauen kann ich nicht erkennen, aber solche Fragen stellen ist geil. So, komm, ich mach hier. Ich decke hier ein bisschen auf. Ich meine, es ist doch jetzt offensichtlich, was ihr da seht. Kühlschrank ist fast richtig. Venedig ist auch nicht so falsch. Aber wir waren schon dichter dran als Venedig. Ein Haus auf Burano? Beate, du wirst doch jetzt wohl sehen, was es da ist. Ich mach mal ganz auf hier. So, Lampe Burano, Axel hat's gelöst. Wunderbar. So, wir machen eine letzte Runde. Hier geht's wieder darum, was sehen wir und wo. Was sehen wir und wo? Und ich mache mal noch eins auf, damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt. Boah, immer noch 210 hier dabei. Mega. Mega, mega, mega. Filmrollen ist fast richtig. Hongkong ist falsch. Diaz ist falsch. Filmstudio ist falsch. Ich mach mal einen weiter auf. Fabrik, Shanghai. Manche Sachen davon sind richtig. Fotoladen in Hongkong ist falsch. Die Type in Hongkong, Zahnräder auf Regal. Shanghai Laden. Boah, ey. Hallo, ihr seid so schnell. Ich kann das gar nicht alles lesen. Zahnräder. Also wir haben auf alle Fälle eine Menge Teillösungen, die richtig sind. Oh, ey, ich hab's gewusst, dass es wieder hier... wenn ich da zu schnell drauf drücke. So. Wir sehen einen wunderbaren Getriebehandel auf Shanghai. In Shanghai. Auf Shanghai ist auch schön. Ein schöner Getriebeladen in Shanghai. Genau. Die in dem ganzen Viertel verkaufen die, man könnte fast sagen, ausschließlich Getriebezeugs. So, Freunde, dafür, dass ich dachte, dass wir in einer guten Stunde durch sind und wir jetzt fast 2 Stunden sind, würde ich sagen, ich danke allen hier, die zugeguckt haben. Ich danke allen, die den Super-Chat benutzt haben und hier eine Spende in den Chat geworfen haben. Daumen nach oben, auf alle Fälle für euch. Daumen nach oben an alle, die hier zugeguckt haben, die hier jede Woche zugucken, die Kommentare unter den Videos schreiben, die Videos bewerten und so weiter. Danke, danke, danke. Wenn das nicht so wäre, hätte es garantiert keine Folge 400 gegeben. Das muss ich auch ganz klar sagen. 300. Huh, jetzt war ich schon einen 100er-Pack weiter. An Folge 400 wollte ich heute eigentlich noch gar nicht denken. Aber auf alle Fälle lieben, lieben Dank an die Community da draußen, dass ihr so heftig am Ball geblieben seid. Denn nochmal, ohne euch hätte es das hier so und in der Form garantiert nicht gegeben. Wie gesagt, danke an alle, die den Superchat benutzt haben. Ich habe das hier nicht die ganze Zeit verfolgen können. Damit spendet ihr hier quasi direkt über YouTube Geld statt Werbeeinnahmen. Das ist wirklich mega mäßig. Ich habe hier zwischendurch auch eine Menge im Chat gelesen. Nein, wir machen das jetzt nicht jede Folge so. Warum nicht? Weil das mehr Zeit kostet, als wenn ich sie aufzeichne. Aber wir machen das vielleicht mal wieder. Wer weiß das so genau? Es kann sein, dass wir das mal wieder machen. So, jetzt gibt es die ganze Zeit die Frage nach dem Lieblingsfoto. Die habe ich vorhin schon mal gelesen. Boah, jetzt weiß ich ja schon fast gar nicht mehr, was wir alles gesehen haben. Aber, ey, das ist so schwer dieses Mal. Aber wenn ich was aussuchen müsste. Also, ich würde gefoltert werden. Ich würde sagen, okay, Frank, ohne Folter und Lieblingsfoto zeigen, gehst du mir nicht nach Hause. Dann würde ich als erstes, würde ich sagen, es gibt mehrere. Also, das von Christian Stahlfeld. Ich schalte hier nochmal einmal rüber. Ist ein Mega-Foto gewesen. Kein Zweifel. Unfassbar gutes Foto. Wirklich richtig cool. Unter den Landschaftsfotos, das beste Foto, ist wahrscheinlich das hier von Florian gewesen. Das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Foto. Wirklich mega mäßig. Unter den Fotos von Nahaufnahmen und so weiter, ist ohne jeden Zweifel dieses hier von Ilse das beste Foto gewesen. Wirklich mega Foto, finde ich. So, Beate, ich mochte auch deine Nachtaufnahme. Wie gesagt, was ich mir da gewünscht hätte, habe ich gesagt. Und das beste Foto der ganzen Sendung, glaube ich, ist dieses hier. Bernd hat ja auch mittlerweile im Chat geschrieben, wie er das gemacht hat. Ich glaube, das Foto gefällt mir am besten, würde ich am ehesten bei mir an die Wand hängen.
neben einigen anderen, die ich auch aufhängen würde. Also es würde auf alle Fälle bei mir an der Wand hängen. Ist wirklich ein megamäßiges Foto. Bernd Sova. Daumen nach oben auch für dich. Also wie gesagt, danke, danke an alle. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche mit 301 wieder. Ist übrigens eine Sondersendung zu einem Thema, was ich jetzt nicht parat habe. Aber ich habe genug Fotos dafür, das hatte ich schon nachgeguckt. Und dann gibt es in der 302 ein ganz normales Bild und dann werde ich irgendwann demnächst auch mal wieder die Sondersendung ganz normal veröffentlichen, sodass ihr sie sehen könnt und dann ganz gezielt wieder Fotos einsenden könnt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit und dann immer schön dran denken, wir sehen uns wieder. Macht es gut und bis dann. Tschüss, tschüss. Pretty late, I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive. We were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one.